das war schon immer mein Traum. Ich kann da ganz alleine hier Fernsehen gucken, während Hannah und Julian schon im Bett sind. Und als ob der Abend jetzt nicht schon perfekt wäre, habe ich noch eine ganze Pizza für mich alleine. Ach, sowas von gut. Boah, ich liebe das sowas von, wenn die schon Schlafenszeit haben und mich keiner fragt. Ich bin quasi unsichtbar. Emmalein, was machst du denn hier? Ich meine, ich dachte, du seist schon längst im Bett. Mama, ich kann jetzt nicht ins Bett. Ich meine, ich habe noch eine ganze Pizza aufzuessen. Und außerdem läuft im Fernsehen Peppa Wutz Marathon. Emma, das geht nicht. Keine Diskussion. Deine Geschwister sind schon längst im Bett und du bist noch wach. Also ab ins Bett mit dir. Boah, das ist sowas von gemein von dir, Mama. Und was ist jetzt mit der Pizza? Ich habe die extra nochmal warm gemacht. Was habe ich da gehört? Pizza? Oh, ich habe auch richtig Hunger. Danke, Emma, meine Prinzessin. Oh, was? Wie? Papa isst jetzt meine Pizza? Toll, da kriege ich gar nichts von ab. Kannst du bitte den Rest in den Kühlschrank tun für morgen? Am besten nicht, Martin. Die Pizza direkt aufessen. Und ich meine, wenn die schon einmal nochmal warm gemacht wurde und dann am nächsten Tag nochmal, nee. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Das hätte sowas von schön werden können und jetzt gar keine Pizza für mich. Toll, gute Nacht. Ist das schön. Die Kinder schlafen und ich habe hier jetzt die ganze Pizza für mich und gleich läuft Champions League. Mama, also eine Sache, ne? Du hättest ja auch einfach fragen können, ob wir die Pizza teilen können. Das hätte ich ja gemacht, aber den Bonus hast du jetzt verspielt. Ach, Emmalein, ich meine das ja auch nicht böse, aber du gehörst ins Bett. Leg dich einfach hin und mach dir ein Hörspiel an oder so. Oh, gute Idee. Und Julian, der schläft schon tief und fest. Ich schnapp mir jetzt einfach sein Tablet. Hey, was soll das denn? Ich höre das doch. Das ist mein Tablet. Finger weg davon. Auch in der Nacht gehört das mir. Oh, Julian, du bist doch schon längst am Schlafen. Du brauchst das doch jetzt gar nicht. Ich will ein Hörspiel hören. Oh nein, das kommt nicht in Frage. Das ist mein Tablet. Und wenn du ein Hörspiel hören möchtest, dann schnapp dir das Handy von Mama oder von Papa oder von Hannah. Nicht mein Tablet. Und jetzt gute Nacht. Oh Mann, heute läuft einfach alles schief. Ich wollte nur so ein Hörspiel hören. Das geht jetzt auch nicht. Und jetzt muss ich so schlafen. Und das auch noch ohne Pizza. Am nächsten Morgen. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Hey, hey, Emma, warst du das? Oh, Julian, das ist so früh. Aufstehen! Was? Oh, Julian. Du warst das. Was? Ich schlaf noch mal. Ich hab noch 10 Minuten, bis ich in die Kita muss. Was schreist du so rum? Ich hab dir gestern Abend gesagt, du sollst mein Tablet nicht nehmen. Und jetzt hast du sogar mein Skateboard genommen. Wo ist es? Sag Julian, es, los! Ist ja morgen schon so laut. Was schreist ist du denn mir so egal. Rum? Ich kann dir erzählen, was los ist. Also, gestern Abend wollte sie mein Tablet nehmen und ich habe Nein gesagt. Und jetzt, heute Morgen, ist es auf einmal weg. Und mein Skateboard auch. Hä? Was für ein Wunder. Wir wissen alle, wer das war. Mein Tablet lag auf meinem Tisch und jetzt ist es weg. Emma, weißt du was davon? Hoch und heilig, Julian. Ich verspreche das. Ich habe dein Skateboard nicht und dein Tablet auch nicht. Ich hab's nicht gestohlen. Oh, Leute, kann mir mal jemand sagen, wo mein Laptop ist? Da war ein wichtiges Referat drauf, was ich heute vorstellen muss. In der Schule. Oh, Kinder, ich kann eure Späße wirklich nicht verstehen. Wenn ihr euch jetzt gegenseitig Sachen weggenommen habt, dann bitte zurückgeben. Das ist der Moment dafür. Aber wirklich, Mama, ich habe nichts gestohlen. Ich habe nichts weggenommen. Wirklich nicht. Oh, Kinder, macht das bitte unter euch aus. Ich mache schon mal das Frühstück und ihr müsst gleich in die Kita. Und in die Schule. Naja, schaut euch ruhig hier um in meinem Zimmer. Ich habe nichts versteckt. Ich habe so wenig Platz. Wo soll ich die Sachen denn hintun? Oh, toll. Nur weil ihr irgendwie Spielchen spielt, ist mein Laptop weg. Und ich darf im ganzen Haus danach suchen. Ich spiele keine Spielchen und jetzt muss ich auch gleich zur Schule und ich habe keine Zeit mehr zu suchen. Toll. Ich kann wirklich besten Gewissens sagen, ich habe nichts genommen, aber ich meine, wo sind die ganzen Sachen hin, obwohl Papa dahinter steckt? Ach, ich muss jetzt zur Kita. Am selben Abend dann. Oh Mama, ich hatte echt nochmal Glück. Ich hatte das Referat an meine E-Mail-Adresse geschickt und konnte das dann in der Schule öffnen. Aber den Laptop habe ich immer noch nicht wiedergefunden. Oh, Kinder, ich habe euch das schon gesagt. Ich habe damit nichts zu tun. Und könnt ihr das nicht unter euch klären? Ich habe keine Lust auf diese Spielchen. Mama, was soll das? Ich habe da auch keine Lust drauf. Sprich mal mit deinen beiden anderen Kindern. Gute Nacht, Julian. Und hast du mir vielleicht noch irgendwas zu sagen? Ja, das habe ich. Vielleicht solltest du mal mit deiner Tochter Emma reden und sie fragen, wo meine Sachen geblieben sind. Ach, je, er ist ja schon wieder bester Laune. Emma, gute Nacht. Hast du mir vielleicht noch irgendwas zu sagen? Ja, und zwar, dass mir das höchst komisch vorkommt. Ich meine, ich werde hier verdächtigt. Ich habe nichts damit zu tun. Ihr vielleicht? Naja, gute Nacht. Oh, das ging ja schnell. Wieder der nächste Morgen. Julian, was soll das? Ach, jetzt geht's hier schon am nächsten Morgen direkt weiter. Julian, wie konntest du das machen? Ich habe gesagt, ich war das nicht. Und jetzt klaust du einfach was von mir? Emma, kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Warum sollte ich was von deinem Babykram klauen? Nein, danke. Emma, kannst du mir bitte erklären, was jetzt los ist? Ich meine, warum machst du denn jetzt hier am Morgen Stress? Ich sag dir warum, Mama. Guck mal in mein Zimmer. Da ist alles gestohlen worden. Da ist nur noch mein Bett und der Teppich. Oh nein, das geht jetzt wirklich zu weit. Wie konntet ihr nur? Oh, jetzt ist Hannah auch schon wieder wach. Ich meine, was ist denn nur los? Ich kann mit diesen Spielen nicht mithalten und ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht. Was habt ihr mit Pia gemacht? Wer hat meine Pia geklaut? Wo ist sie? Bitte was? Wie? Pia ist weg? Ich meine, jetzt ist das Spielchen wirklich zu weit getrieben worden. Wo ist sie denn hin? Wow, also das ist jetzt wirklich krass. Emma, hast du was damit zu tun?
Nein, ich schwör's, ich war's nicht. Oh Mann, Emma, Julian, ihr steckt bestimmt unter einer Decke. Jetzt sagt sofort, was ihr mit Pia gemacht habt. Oder ist sie in deinem Zimmer, Julian? Sagt schon. Nein, ich habe damit wirklich nichts zu tun. Ich meine, ich verstehe mich mit Pia ziemlich gut. Also nicht mit deiner besten Freundin, sondern mit deinem Kaninchen. Aber nein, ich würde sowas nicht machen. Also ein bisschen komisch ist das wirklich. Als ob hier Verbrecher nachts wären bei uns. Aber das würden wir doch mitkriegen. Guten Morgen alle zusammen. Ich höre schon, hier ist wieder einiges los. Ich gehe direkt zum Frühstück. Martin, ich meine, hier stimmt irgendwie was ganz und gar nicht. Unsere ganzen Sachen sind weg. Und langsam mache ich mir wirklich Sorgen, wo die abgeblieben sind. Ach, Claudia, Schatz, fällst du immer wieder drauf rein? Das ist doch ein Spielchen der Kinder. Also wir sollten da nicht mitmachen. Ich gehe jetzt auch gleich zur Arbeit direkt. Hanna, ich schwör's dir, ich habe wirklich damit nichts zu tun. Ich meine, mir fehlt auch noch mein Tablet und Skateboard. Wo ist das denn? Und wir sagen ständig, wir haben damit nichts zu tun. Ich bin einfach nur traurig. Wo ist denn jetzt meine Pia? Oh, Kinder, wirklich, wie oft soll ich es noch sagen? Klärt das bitte unter euch. Ich verstehe das einfach nicht und ich habe auch keine Lust drauf. Also macht's bitte wieder rückgängig. Jetzt sind wir schon in der dritten Nacht. Jetzt wirklich? Ich glaube, die haben immer noch nichts gemerkt. Seit 3 Tagen kommen wir hier schon hin oder in 3 Nächten und immer noch nichts haben die davon gemerkt. Ich hoffe, sie haben Gold. Das wäre das Beste. Ach, nicht wie schon wieder, Rainer. Kannst du mir jetzt vielleicht mal erklären, warum du dich immer als Cowboy verkleidest? Das ist total out. Ich habe ein richtig cooles Agentenoutfit. Ach, du verstehst auch gar nichts davon. Wir sind Räuber, wie damals bei den Cowboys in den alten Zeiten. Oh, Männer, seid doch jetzt mal ruhig. Wir müssen uns beeilen und dann durch den Tunnel wieder raus. Ich meine, wir brauchen immer wieder Zeit, diesen Tunnel zuzumachen, damit sie es nicht merken. Los, beeilt euch. Ran an die Arbeit. Ich gehe wieder nach oben. Diesmal kümmere ich mich um das Badezimmer. Und ich schau mal im Wohnzimmer vorbei. Ich meine, vielleicht ist da eine schöne Vase oder so, die ich mir irgendwie in die Wohnung stellen kann. Ach, und ich schnapp mir heute diesen großen Flachbildschirm. Auf den hatte ich gestern Abend schon ein Auge geworfen. Ha! Oh. Tja, dann werden die wohl morgen früh aufstehen und keine Toilette mehr finden. Aber das kommt in mein Haus. Was hat diese Familie nur für einen Schlaf, dass keiner wach wird? Aber nun gut, wir beeilen uns und dann sind wir wieder weg. Langsam reicht es doch. Wir sind wieder am nächsten Morgen. Schön, endlich mal Ruhe und ich kann in Ruhe wirklich mal auf Klo. Ich habe das Gefühl, hier im Badezimmer ist irgendwas anders. Aber was? Naja, gut. Au, das kann doch nicht wahr sein. Ach, das kann doch... Was ist hier los? Du jetzt auch noch? Mama, hast du das gehört? Wurde bei euch auch was gestohlen? Also langsam wird's ja echt kritisch. Ich glaube, Papa hat auch selber damit nichts zu tun. Vielleicht klaut ja Mama alle Sachen, also kann sein. Martin, was ist hier denn passiert? Fast das ganze Badezimmer ist weg, unsere Waschmaschine, das Waschbecken und selbst die Toilette. Ja, ich wollte mich aufs Klo setzen und dann habe ich gemerkt, dass das Klo nicht da ist. Und irgendwas stimmt doch hier nicht. Claudia, was ist hier los? Wir sollten die Polizei rufen. Das hätten wir schon viel früher machen sollen. Kinder, ist das jetzt wirklich kein Spielchen von euch? Also jetzt hört der Spaß aber auf. Nein, wirklich nicht. Ich habe euch das doch schon gestern gesagt. Das ist ernst. Oh Mann, das heißt, wir haben uns gar nicht gegenseitig beklaut? Also, eins steht ja dann fest. Also, Emma war es ja doch nicht. Boah, danke, Julian. Du denkst auch nur das Schlechteste von mir. Ja, Mama, aber das sagten wir halt alle. Wir sollten wirklich die Polizei rufen jetzt. Ja, jetzt ist wirklich höchste Eisenbahn. Ich rufe die Polizei. Die sollen sich hier alles angucken und Spuren sichern. Also nochmal von vorne, Frau Vogel. In den letzten 3 Nächten sind hier immer wieder Sachen verschwunden. Und Sie dachten nicht einmal, die Polizei zu rufen, sondern jetzt erst, nachdem Ihr Badezimmer weg ist? Ich dachte, also wir dachten, das sei nur ein Spielchen der Kinder, dass sie sich gegenseitig Sachen stehlen. Aber jetzt, wo das Wohnzimmer weg ist und das Badezimmer, wissen wir, dass es irgendwie was Ernsteres ist. Gucken Sie doch mal, normalerweise steht hier rechts ein Sofa und links der Fernseher und beides ist weg. Ach, meint ihr, wir müssen jetzt hier ausziehen, weil hier immer wieder Verbrecher herkommen? Nein, wir sollten am besten Securities oder so hier hinholen oder Überwachungskameras. Wir müssen alles absuchen. Nein, das kriegen wir doch niemals hin. Das ist viel zu teuer. Die Polizei wird das machen und, oh, Mama ist, glaube ich, ziemlich traurig. Oh, können Sie nicht irgendwas unternehmen? Ich meine, alle unsere wertvollen Sachen sind weg. Beruhig dich, weine doch nicht. Also, wir werden jetzt erstmal ein paar Spuren sichern. Also, ich weiß ja nicht, hier finde ich noch nicht wirklich was. Wir müssen vielleicht weitersuchen. Wolfgang, schau mal hier. Das sieht doch interessant aus. Es sieht so aus, als wären hier auf der Terrasse heftige Gartenarbeiten gemacht worden. Diese Steine gehören doch hier eigentlich gar nicht hin. Also, wenn du mich fragst, ist das eine heiße Spur hier. Also ich sag dir auch ganz ehrlich, ich wäre dafür, dass wir diese Nacht hier mal in der Luxusvilla bleiben und mal gucken, vielleicht kommen die Verbrecher ja zurück. Ich meine, aber so doof wären sie doch eigentlich nicht. Wollen wir mal hoffen, dass das jetzt die letzte Nacht ist. Wir sind noch nicht fertig, sage ich euch. Einiges ist hier noch zu holen. Aber vorher werden es mal schön essen hier. Die haben ihr Abendbrot stehen lassen. Als ob sie mit uns gerechnet hätten. 3 Teller stehen sogar für uns da. Haha, super. Hey. Stehen geblieben. Polizei!
Was machen die denn hier? Was macht die denn? Ich bin weg. Ich verschwinde wieder durch den Tunnel und ich komme nicht durch. Was ist denn passiert? Mann, beeil dich doch. Mann, hätten wir nicht diesen Tunnel etwas breiter graben können? Stehen geblieben. Sie sind festgenommen hier von der Polizei von Playmobil City. Sie sind also die Verbrecher, die letzten Nächte hier ihr Unwesen getrieben haben. Hä? Hau mal, zieht euch das mal rein. Nicht. Das sind wirklich Verbrecher. Und die haben ja ein Loch und einen Tunnel gegraben. Oh Mann, irgendwie cool. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist der Tunnel zusammengebrochen. Oh, toll. Also ich muss schon sagen, einen Tunnel, also sehen wir zum ersten Mal, sonst nur bei Gefängnisausbrüchen. Ja, also diesen Tunnel, den haben wir erst letztens hier gebaut. Also vom Garten zur Terrasse war eigentlich gar nicht so schwer. Oh Mann, ich muss schon sagen, ziemlich coole Idee, so einen Tunnel zu bauen. Sollten wir vielleicht auch mal. Oh, jetzt hör auf, alles zu erzählen. Wir kommen sowieso in den Knast. Oh ja, und das für eine ziemlich lange Zeit. Sie sind festgenommen. Ups, ja, dann können wir auch direkt sagen, wo wir all die Sachen hingetan haben. Meierstraße 4. Ich arbeite nur mit Amateuren zusammen. Danke. Aber es hat doch keiner in den Garten in letzter Zeit geschaut und das hätten wir vielleicht machen sollen. Vielleicht wäre uns da was aufgefallen. Wie was? Die haben wirklich ein Loch bei uns in den Garten gegraben wie so ein Maulwurf? Das muss ich sehen. Ich meine, jetzt wo das Wetter schlechter geworden ist, sind wir nicht so häufig in den Garten gegangen. Aber hätten wir mal bloß danach gesehen. Jo, eindeutig zu sehen. Also, die Herrschaften haben hier gegraben. Aber nun gut, wir haben die Verbrecher gefangen und wir wissen auch, wo all ihre Sachen sind. Na, dann würde ich sagen, Glück gehabt. Aber das mit dem Tunnel, ziemlich cool. Oh Mann, ich fühle mich einfach nur ekelhaft. Mein Gesicht klebt hier am Bettlaken fest. Es ist sowas von warm. Wie spät haben wir es eigentlich? Es ist schon ziemlich hell hier drin. Was? Es ist schon 7:30 und ich habe verschlafen. Sind die Kinder schon wach oder muss ich die jetzt noch wecken? Julian, aufstehen, du musst zur Schule. Ach nee, Julian, der ist gar nicht da. Ich hatte total vergessen, dass er ausnahmsweise jetzt mal bei Julius geschlafen hat. Ich guck mal, was Emma treibt. Da bist du ja endlich. Mann, ich habe schon ewig gewartet. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich bin jetzt schon wach und schon fertig. Ach, wenigstens ist auf dich Verlass, Emma. Warum hast du mich denn nicht geweckt und schon fertig? Wo ist denn deine Hose? Ich gehe heute so in die Kita, ohne Hose. Es ist viel zu warm und außerdem kann ich damit einen Trend setzen, ja. Ohne Hose in die Kita? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Hat sie das von Julian? Ich muss dringend Hannah wecken. Hoffentlich liegt sie nicht noch im Bett. Oh Mama, warum weckst du mich denn so spät? Ich werde auf jeden Fall zu spät in der Schule sein wegen dir. Hannah, ich kann nichts dafür. Ich habe nur mal verschlafen und ich meine, du solltest dir dringend mal einen Wecker zulegen. Es tut mir leid. Oh Mann, jetzt muss ich mich hier in Windeseile fertig machen. Ich habe vielleicht nur 5 Minuten oder so. Mach das, Hannah. Ich werde das Frühstück vorbereiten. Hat's da gerade an der Tür geklingelt? Hallo, guten Tag, Claudia Vogel? Ja, das bin ich. Was kann ich denn für Sie tun? Ich bin eigentlich ziemlich im Stress. Also, ich bin von der Zeitschrift Kuchen und Kekse. Also, ich bin da der Chefredakteur. Und meine Leser haben behauptet, Ihr Kuchen sei der beste hier in der Stadt. Ach, wirklich? Wie, gab's da eine Leserumfrage? Das freut mich ja richtig. Also, bei mir im Café Fun, da habe ich wirklich tollen Kuchen, erstklassigen, aber der beste der Stadt, Also, wenn ich mich mal umsehen darf, backen Sie den Kuchen eigentlich hier oder bei sich im Café? Hauptsächlich hier bei mir, da habe ich irgendwie mehr Platz als im Café. Hier in dem Backofen wird alles zubereitet. Aha, so, so, so. Okay, und wie sieht's mit den Rezepten aus? Können Sie mir die vielleicht mal geben, dann drucke ich die auch ab. Soll das ein Witz sein? Sie sagen mir, dass ich den besten Kuchen der Stadt mache und im selben Atemzug sagen Sie mir, ich soll die Rezepte rausrücken? Kommt gar nicht in Frage, die sind Gold wert. Außerdem müssen Sie jetzt gehen, ich habe zu tun. Also, da werden meine Leser wirklich überhaupt gar nicht begeistert sein. Ich brauche diese Rezepte. Also ein bisschen seltsam war der ja schon irgendwie. Naja, aber mich freut's. Bester Kuchen der Stadt, vielleicht sollte ich mir irgendwie ein Schild umhängen oder so. Mann, ich werd berühmt damit. Oh Mann, das hat nicht funktioniert. Also, ich werde später ins Café gehen und es nochmal versuchen. Was wollte ich eigentlich nochmal? Ach ja, Frühstück für die Kinder machen, wir sind spät dran. Also Mama, ich habe jetzt noch genau 3 Minuten und 55 Sekunden, um mir schnell ein Frühstück reinzuhauen. Hannah, es tut mir leid, okay? Ich weiß, ich habe verschlafen. Und ich meine, wenn du es nicht schaffst, dann nimm mir doch was mit. Also mir macht das überhaupt nichts aus, Mama, weil Hauptsache der Kakao ist da. Wo ist mein Kakao? Ach, tut mir leid, Emmalein. Selbst daran habe ich nicht gedacht. Moment, ich mach dir ja schnell ein. Ich glaube, mir wird das alles ein bisschen zu knapp und ich nehme mir doch was mit. Aber Moment mal gerade, Emma, hast du keine Hose an? Nee, habe ich nicht. Das trägt man heute so. Also... ich meine, das ist viel zu warm mit der Hose. So fühle ich mich einfach freier und lebendiger. Okay. Also, ob das die Leute in der Kita genauso sehen werden? Ich würde mich das nicht trauen, ohne Hose rauszugehen. Apropos rausgehen, ich schaff's leider nicht, euch zur Schule oder zur Kita zu bringen. Hannah, kannst du vielleicht deine Schwester in die Kita bringen und später bitte im Café vorbeischauen? Hier zu Hause wird niemand sein. Oh ja, also darf ich doch ohne Hose in die Kita. Ich freue mich. Ja, und Hannah bringt mich hin. Cool. Oh, so, die Kinder sind aus dem Haus. Frühstück ist fertig gemacht. Ich habe gefrühstückt. Jetzt geht's ans Backen. Oh, gerade noch rechtzeitig geschafft. Noch musste ich aber noch nicht das Café öffnen. Wobei, vielleicht sollte ich erstmal ein Schild anbringen. Bester Kuchen der Stadt.
Nicht, dass ich jetzt total abhebe. Wobei, ich finde, das klingt gut. Kaffeepfannen, bester Kuchen der Stadt. Ja, das sollte ich mir wirklich überlegen. Hallo, ich hab's eilig. Also, ich hätte gerne einen Kaffee und einen Donut to go. Aber flott. Ja, gerne noch. Selbstverständlich. Guten Tag. Also, ich habe gesehen, Sie haben auch eine Hochzeitstorte ausgestellt. So eine hätte ich gerne. So eine wie im Schaufenster da? So eine soll's sein. Was soll denn da für eine Geschmacksrichtung rein? Das ist mir vollkommen egal. Also, da vertraue ich Ihnen. Hauptsache lecker. Oh Mann, das scheint sich wirklich schon rumgesprochen zu haben in der Stadt, dass ich den besten Kuchen mache. Jetzt vertrauen mir sogar die Kunden. Ach, hallo Claudia. Also, ich hätte gerne einen Schokoladendonut. Bei dir ist ja echt die Bude rappelvoll. Ich weiß. Es tut mir leid, dass du lange warten musstest, aber ich weiß auch nicht, was los ist. Wahrscheinlich, weil ich jetzt einen ganz anderen Ruf habe hier in der Stadt. Was meinst du denn mit Ruf, Claudia? Also, ist das gut oder ist das schlecht? Erzähl mir das mal. Du wirst es nicht glauben. Ich sag's dir jetzt hier ganz leise beim Flüstern. Aber mein Café ist das Beste der Stadt mit dem besten Kuchen. Also. Wow, Claudia, das ist der echte Wahnsinn. Also, der Laden läuft super. Also, ich finde, das sollte kein Geheimnis bleiben. Was? Also, alle mal zuhören. Das hier ist das beste Café der ganzen Stadt mit dem besten Kuchen und den besten Donuts. Nicht so laut. Mann, du machst mich ganz verlegen. Ich laufe schon rot an. Ach, hallo, Frau Bürgermeisterin. Es tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten. Sie sind jetzt heute, glaube ich, mein letzter oder vorletzter Gast. Was kann ich für Sie tun? Ach, guten Tag. Also, ich wollte mich eigentlich nur mal umsehen. Ich habe gehört, Sie haben das beste Café der Stadt. Ach, zu Ihnen ist es also auch durchgedrungen. Ja, sagt man so. Wollen Sie vielleicht was probieren? Also ja, das sieht alles wirklich toll aus. Ich würde gerne was probieren. Aber von wem haben Sie das denn? Also, wer hat Sie denn ausgezeichnet? Bestes Café der Stadt? Ja, das war heute Morgen. Da hatte ich Besuch von einem Redakteur von Keks und Kuchen, hieß das, glaube ich, das Magazin. Und die haben gesagt, ich habe den besten Kuchen der Stadt. Oh, wann verschwindet denn endlich diese Bürgermeisterin? Ich will mit Frau Vogel alleine sein. Da vorne, da ist doch der Chefredakteur, der heute Morgen bei mir war. Ja, der hat das gesagt. Also, Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Haben Sie nicht letztens hier den Bugshop in Playmobil City ausgeraubt? Yo no sé qué dice, yo no entiendo nada. Oh Mann, ich glaube, ich bin aufgeflogen. Doch, Frau Bürgermeisterin, ich schwör's Ihnen. Der war heute bei mir und jetzt ist er auch hier. Was wollen Sie denn? Ich hab Sie doch noch gar nicht bedient. Oh, jetzt ist aber Schluss mit dem Theater. Hände hoch! Okay, das eskalierte wirklich schnell. Und Emma, hast du dich ganz schön peinlich gemacht in der Kita oder wie sieht's aus? Nein, wieso denn peinlich gemacht? Wieso? Ich meine, alle anderen hatten dann auch irgendwie keine Hose mehr an und so. Das ist halt das Wetter gewesen. Wir waren dann auch draußen im Garten spielen. Ah, na gut, aber ich mach dir das trotzdem nicht nach. Oh, ich hoffe, dass Mama noch nicht alles verkauft hat. Oh, das wär's ja jetzt. Ich habe mich schon den ganzen Tag auf Donuts gefreut. Wenn jetzt keine mehr da sind, dann raste ich aus. Na, dann wollen wir mal schauen. Oh, was ist denn da los? Besser, wir gehen nicht rein. Emma, da ist ein Mann, der hat eine Pistole. Ich glaube, Mamas Café wird überfallen. Ja und? Da müssen wir eher drin sein, um uns die Donuts zu holen. Emma, du verstehst das nicht. Der bedroht Mama mit einer Waffe. Das ist echt gefährlich. Ja, sag das doch gleich. Mama ist in Gefahr. Wir müssen was tun. Nehmen Sie sofort die Waffe runter. Ich habe jede Menge Geld. Das kann ich Ihnen geben. Ich kann Ihnen einen Scheck ausstellen. Aber bitte tun Sie uns nichts. Ja, genau. Ich meine, die Kasse hier im Café ist auch voll. Von dem ganzen Tagesbetrieb und dem Geschäft. Ich meine, Sie können sich da bedienen. Das sind mehrere tausend Euro. Geld interessiert mich nicht. Ich interessiere mich nur für eins. Und zwar für die Rezepte vom Kuchen und von den Keksen. Was? Sie wollen die Rezepte? Nein, die kriegen Sie nicht. Sie haben doch heute Morgen schon gefragt. Und jetzt wollen Sie mich damit irgendwie bedrohen mit der Pistole? Also, das verstehe ich jetzt nicht. Er will nur die Rezepte haben. Sind die Ihnen so viel wert? Geben Sie ihm doch einfach die Rezepte los. Das kann ich nicht machen. Ich meine, das ist meine Existenzgrundlage. Und ich meine, das ist der beste Kuchen der Stadt. Oder doch nicht? Hat er mich etwa nur veräppelt? Ich habe eine andere Idee. Wie wär's denn, wenn Sie sich einfach hier bedienen können? Sie können so viel Kuchen und Kekse essen, wie Sie wollen. Und wenn Sie dann noch nicht genug haben, stelle ich Ihnen eine goldene Kundenkarte aus. Da kriegen Sie Rabatt. Also ich glaube, Sie haben mich nicht verstanden. Ich will den Kuchen, also ich will die Rezepte, ich will den für immer selber machen. Ich bin kuchensüchtig. Oh, Hanna, der schreit da drin ganz schön rum. Wir sollten keine Zeit verlieren. Ich kletter jetzt hoch in diesem Rohr hier. Ach, Emma, lass das doch. Wir warten einfach auf die Polizei. Also ich habe die schon angerufen vor ein paar Minuten. Die müssten jeden Moment hier sein. Hanna, das dauert viel zu lange. Jetzt komm hoch oder lass es sein. Ich zieh das alleine durch. Ich muss eine bessere Sicht haben. Oh nein, jetzt ist Emma da hochgegangen. Ich kann sie ja auch nicht alleine lassen. Was soll das wohl werden? Na gut, ich komme auch. Also wenn Sie die Kundenkarte nicht wollen, ich meine, dann sage ich es Ihnen jetzt nochmal. Ich gebe Ihnen die Rezepte nicht. Das war's. So, mehr habe ich nicht dazu zu sagen. Na, Sie haben ja Nerven. Wollen Sie mich etwa überwältigen? Frau Vogel, jetzt geben Sie doch endlich die Rezepte raus. Sie können sich doch nicht mit jemandem anlegen, der bewaffnet ist. Oh Mann, Hanna, der hat immer noch diese Waffe gerichtet auf Mama und auch auf die Bürgermeisterin. Oh Mann, wir müssen irgendwas machen. Wann kommt denn endlich die Polizei? Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin. Ich habe schon gemerkt, dass das keine echte Pistole ist. Da läuft nämlich Wasser raus. Ich habe die schon mal im Spielzeugladen gesehen. Das ist eine Wasserpistole. Also ich sag's jetzt noch einmal. Entweder Sie geben mir die Rezepte oder das Ganze endet hier ganz böse.
Oh, ich muss jetzt unbedingt was machen. Hier, Hannah, hilf mir! Ach, Emma, was soll das denn jetzt werden? Also, die Polizei ist gleich hier. Jetzt warte doch einfach. Mann, ist das schwer. Na, ich zähl's runter. 3, 2... Ich hab keine Angst, da kommt gleich Wasser raus. Einen Moment. Oh, nimm das! Blumentopf wird geworfen! 1. Oh, aua! So, und ich werde schnell die Pistole an mich nehmen. Wow, es hat geklappt. Boah, Emma, was für eine Wahnsinnsidee! Yay! Oh, seltsam. Also, das ist wirklich eine Wasserpistole. Und ich hatte so Angst. Puh, Glück gehabt. Emma, Hannah, was macht ihr beiden denn da oben? Na, was wohl? Dich retten! Aua, oh, das gibt eine dicke Beule. Hallo, wir haben gehört, hier gibt's einen Überfall, bewaffnet. Aha. Na, Sie kommen ja auch reichlich spät, oder? Es ist schon alles gelaufen. Oha, ein bekanntes Gesicht. Na, Sie trauen sich wirklich was. Erst den Backshop und jetzt hier das Café? Hä, und mit dieser Waffe wollte er den Überfall durchziehen? Das ist doch eine Wasserpistole. Schon wieder. So, du kommst jetzt mal wieder ins Kittchen. Das hat wohl nicht gereicht. Das war wohl nicht lang genug, hä? Du Kuchensüchtiger. Mann, oh Mann, wie kann man nur so gefräßig sein? Mama! Ist alles okay mit dir? Ist alles okay mit dir? Ach, meine beiden Heldinnen. Ihr habt ja wirklich eine ziemliche Leistung hier hingelegt. Entschuldigen Sie mal bitte, Herr und Frau Polizistin. Ich finde, meine Töchter haben eine Auszeichnung verdient. Die waren wirklich heldenhaft. Also heldenhaft, schön und gut, aber was wäre gewesen, wenn es eine echte Pistole gewesen wäre? Also, das kann auch böse enden, sowas. Niemand sollte da einfach eingreifen, das macht die Polizei. So, jetzt aber Abmarsch, ne? Für dich gibt's erstmal keinen Kuchen mehr oder Keks oder was auch immer, du Krümelmonster. Ja, eine Auszeichnung. Ich habe jetzt leider keine dabei, aber ich als Bürgermeisterin würde jetzt einfach mal sagen, also im Namen der Stadt und im Namen der Bürgermeisterin, vielen, vielen Dank an euch beide. Ja, gern geschehen, Mann. Ich bin froh, dass die Presse nicht hier ist. Sie würden ein Foto von mir machen, wie ich keine Hose habe. Nee, das will ich nicht. Mädels, ich meine, ihr wolltet mich ja eigentlich hier treffen und ich hatte euch auch was versprochen. Also, greift zu. Oh Mann, ich habe schon fast vergessen, weshalb wir hier waren. Ja, wegen den ganzen Donuts. Kuchen. Ach, ist das schön. Endlich mal ein paar Minuten nur für mich. Ach, jetzt spann hier schön bei einer Tasse Kaffee, meiner Zeitung und es ist ganz still. Hanna und Julian sind nicht da, Hanna in der Schule, Julian in der Kita, Martin ist arbeiten und die kleine Emma schläft noch. Mama, ich bin wach! Mama! Mama! Hab ich mich erschrocken. Oh nein, jetzt habe ich hier alles verschüttet. Emma, jetzt schrei doch nicht so, ich hab dich gehört. Wenn Mama nicht kommt, dann kletter ich halt alleine aus meinem Bett. Emma, ich komme ja schon. Warte einen Moment. Ich bin gleich da. Oh, ups. Oh, Emma, ich hab doch gesagt, ich bin gleich da. Hast du dich verletzt? Du sollst doch nicht alleine aus deinem Bettchen klettern. Nichts passiert. Oh, da bin ich aber froh. Ich dachte schon, du hättest dich verletzt. Komm erst mal runter. Wir werden erst mal schön gemeinsam frühstücken. Was gibt es denn? Mama, warum hast du deinen Kaffee ausgeschüttet? Warum machst du das? Oh. Emma stellt immer so richtig kluge Fragen. Warum schütte ich wohl meinen Kaffee aus? Weil ich mich erschrocken habe, weil sie hier wie verrückt rumgeschrien hat. Ach. Hier, meine Kleine, ich habe dir dein Schokobrötchen gemacht. Das isst du doch so gerne. Schokobrötchen? Ich möchte lieber Pizza essen. Pizza, ja. Können wir Pizza essen? Nein, Emmalein, Pizza gibt's nicht zum Frühstück. Isst du dein Brötchen mit dem Schokoaufstrich und Mama... Die trinkt jetzt erstmal wieder einen schönen Kaffee. Emma, was hältst du eigentlich davon, wenn du und die Mama heute was richtig Tolles unternehmen? Hast du Lust, rauszugehen mit mir? Vielleicht in das Einkaufszentrum? Ja, einkaufen gehen. Was kaufen wir denn da? Kann ich mir auch was kaufen? Kaufst du mir was, Mama, was ich dann auch haben will? Vielleicht können wir auch Pizza essen gehen. So, Emma, hast du alles? Können wir los? Ich habe meine Tasche und du, wie ich sehe, deinen Puppenwagen und einen Rucksack. Wo willst du denn hin? Wir gehen doch nur einkaufen. Also ich glaube, ich habe alles. Ich habe meinen Drachen und der sitzt hier ganz gemütlich in dem Puppenwagen. Den schiebe ich dann und in meinem Rucksack ist auch alles drin, was ich brauche. Ich habe für meinen Drachen Futter dabei, Windeln und Spielzeug noch für meinen Drachen und... mein Portemonnaie, aber da ist kein Geld drin und... Ach, ich habe alles, glaube ich. Und du glaubst, du wirst all das im Einkaufszentrum brauchen, Emmalein? Braucht dein Drache wirklich Windeln? Ja, man weiß doch nie, was noch passiert. Und ich als Drachenmama muss mich gut um meinen Drachen kümmern. Na dann gehen wir los. Ich gehe schon mal vor.
Warte, Mama, ich komme. Warte. Oh, ich glaube, ich bereue jetzt schon, dass Emma ihren Puppenwagen mitgenommen hat. Das dauert ewig. Oh, sie ist eine richtige Schnecke. Und ich muss jetzt noch die ganze Zeit auf sie warten. Los, Emma, komm. Ja, ich komme. Ich kann nicht so schnell. Wenn ich zu schnell schiebe, dann muss mein Drache spucken. Oh, oh. Nicht, dass der Drache auch noch Feuer spuckt. Da müssen wir die Feuerwehr rufen, Emma. So, da sind wir endlich. Das hat ungefähr eine halbe Ewigkeit gedauert. Aber ich bin froh, dass wir überhaupt angekommen sind, ohne dass das Einkaufszentrum schon zugemacht hat. Also, Emma, du bleibst ganz dicht bei mir. Ich möchte nicht, dass du hier alleine durch die Gegend irrst. Hast du gehört? Also bleib bei der Mama. Ja, Mama. Und wenn du mich verlierst, dann steht die Adresse und dein Name in deinem Strampler drin und auch in deinem Rucksack, ne? Und du weißt ja, ne, wie du heißt, wo du wohnst, Mama und Papa, wie die heißen und alles weitere, richtig? Ja, ich bin Emma Vogel, ich bin 3 Jahre alt, ich habe Geschwister, Julian, einen Bruder und eine Schwester Hannah, das ist mein Drache und meine Eltern heißen Martin und Claudia und meine Adresse steht da drin und wenn ich verloren gegangen bin, dann sollen die mich zurückbringen. Gut, Emma. Schau dir doch mal dieses schöne Kleid an. Glaubst du, das wird der Mama stehen? Ach, das ist wirklich wunderschön. Was meinst du, Emmalein? Gefällt es dir? Soll die Mama das kaufen? Nein, das Kleid ist hässlich, Mama. Das sollst du nicht kaufen. Darin wirst du ganz blöd aussehen. Meinst du wirklich, Emma? Und was ist mit diesem Kleid hier? Gefällt dir das besser? Das ist doch auch ganz toll. Soll die Mama das mal anprobieren? Was meinst du? Nein, das auch nicht. Das gefällt mir nicht. Haben die keine Kleider, die rot sind? So wie mein Drache? Ich mag rot. Ach, ich mag rot auch, Emma. Ich frag mal eben nach. Entschuldigen Sie bitte? Ja, kann ich Ihnen helfen? Ja, also ich suche Kleider, die rot sind. Weil wir so gerne rot mögen, meine kleine Tochter und ich. Nein, leider nicht. Rot führen wir im Moment gar nicht. Wir haben nur blaue Kleider und ein gelbes hier vorne. Aber rot... Das ist gerade überhaupt nicht im Trend. Oh, hier im Einkaufszentrum, der wird sich bestimmt ein bisschen Geld machen lassen. Aber ich kann ja keine Kassiererin hier überfallen. Das wäre viel zu auffällig. Leute haben doch hier sicherlich auch Geld, um irgendwas zu kaufen. Handtaschen, Portemonnaies, genau sowas suche ich. Mal sehen, was ich hier finde. Die beiden da vorne. Ah, keine Taschen dabei. Und dann das Portemonnaie aus der Hose klauen. Ach, da muss ich so nah rangehen. Viel zu auffällig. Und das kleine Kind, ach, das hat sicherlich kein Geld dabei. Ah, schon besser. Sie scheint abgelenkt zu sein. Sie unterhält sich mit der Kassiererin. Und sie hat eine Handtasche. Was da wohl drin sein mag? Bestimmt jede Menge Moneten. Jetzt ganz unauffällig ranpirschen. Und... Weg ist die Handtasche! Hey, bleiben Sie stehen! Ein Dieb, ein Dieb! Haltet den Dieb! Oh nein, der Mann hat Mamas Handtasche. Was soll ich machen? Schnell, schnell, Drache, wir brauchen was. Wir brauchen eine Idee. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Kohle bei mir. Raus hier, bloß raus hier. Nicht, dass ich noch gefasst werde. Komm, Drache, wir nehmen ganz viel Anschwung. Ich schieb dich und dann fassen wir diesen Dieb. Ugh. Los, Drache, hol ihn dir! Emma, was ist passiert? Oh, Mist! Steh auf, mein kleiner Spatz, hast du dich verletzt? Hey, Sie, die bleiben da liegen, da wo Sie sind. Geben Sie mir sofort meine Handtasche wieder. Was fällt Ihnen ein? Ich bin Mutter von 3 Kindern. Oh. Mann, es ist richtig schief gegangen. Dieses kleine Girl hat mir ihren Puppenwagen einfach über die Beine geschoben, hat mich damit umgefahren. Das ist Körperverletzung. Ich habe mir mein Knie aufgeschlagen. Na, jetzt mal ganz ruhig. Sie schon wieder. Sie lernen auch überhaupt nichts. Sie saßen doch erst vor ein paar Wochen noch im Gefängnis. Und schon wieder die nächste Straftat? Mitkommen. Jetzt werden Sie erstmal verhört. Ach, Emma, das hast du ganz toll gemacht. Und ich bin auch gar nicht mehr böse, dass du den Puppenwagen mitgenommen hast. Das hat sich wirklich gelohnt. Du und dein Drache, ihr seid ein unschlagbares Team. Ja, das haben wir toll gemacht, Drache. Keiner legt sich mit uns an. Nicht mit dir und auch nicht mit Emma Vogel. Hanna, guck mal, ich passe sogar in das Prinzessinnenschloss rein. Ach Mann, jetzt wäre ich auch gerne so klein wie du. Ich passe nicht rein. Na, ihr beiden, was macht ihr da? Euren Kopf ins Haus stecken?
Wir sind Prinzessinnen, Mama. Ja, und wir sind jetzt im Schloss. Toll, dass ihr gemeinsam so schön spielt. Ich werde mal für einen Moment lang weg sein. Ich muss Julian wegbringen. So 20 Minuten, dann komme ich wieder. Ist das in Ordnung? Ja, klar. Ja, ist Mama. In Ordnung, Mama. Bis gleich. Okay, Julian, kommst du dann? Wir müssen los. Wir können ja spielen, dass wir Prinzessinnen sind und wirklich in dem Schloss wohnen. Oh ja. Hanna, du passt da aber ja nicht rein. Ich werde hier in die obere Etage ziehen. Ich muss nur noch hier hochklettern. Gleich Emma, hab ich's. Vorsichtig, nicht, dass da was abbricht. Nein, das ist stabil. Oh Mann, nicht zu viel bewegen, sonst fällst du da runter. Ach nein. So, ich ziehe jetzt aus, weil ich habe ja jetzt mein eigenes Haus, in dem ich wohnen kann. Du kannst ruhig mein Zimmer haben, Hanna, wenn du willst. Ich habe gerade gesehen, dass die Mutter mit dem Kind weggefahren ist. Es ist die ideale Zeit hier für einen Einbruch. Also, rein da in die Bude. Es scheint wirklich niemand zu Hause zu sein. Boah, die Tür ging wirklich leicht auf. Hätte ich nie gedacht. Das ist doch eine Luxusvilla. Mann, die ist überhaupt nicht gesichert. Die sind bestimmt total reich. Was haben die wohl alles hier? Juwelen und Gold oder so. Emma, wenn du ins Schloss ziehst, dann bekomme ich dein ganzes Zimmer. Oh Mann, die hätten ruhig mal für mich aufräumen können für einen Einbrecher. Oh, was liegt denn da auf dem Boden? Ist das eine goldene Kutsche? Das ist bestimmt wertvoll. Also die nehme ich auf jeden Fall mit. Die ist bestimmt aus purem Gold. Ich werde reich. Dann mal schauen, was ich sonst noch erbeuten kann hier. Das wird doch wohl nicht alles gewesen sein. Emma, ich habe Geräusche gehört da unten. Was? Da ist jemand. Emma, da ist ein Spielzeugdieb. Was? Der hat schon unsere Kutsche einfach eingepackt. Hat er? Oh nein, ich möchte die zurückhaben. Aber der soll nicht unsere Sachen klauen, weil dann kriegt er von mir Ärger. Das geht nicht, das ist meins. Oh Mann, was sollen wir denn jetzt machen? Ich weiß es nicht, Mama ist nicht da. Und das Telefon ist unten und wenn wir jetzt runtergehen, sieht er uns sofort. Oh Mann. Ich glaube, ich habe eine Idee. Was denn? Hanna, aber lass mich bitte nicht allein. Bitte bleib hier, ich habe Angst. Wie wäre es, wenn wir eine Falle für den Einbrecher bauen? Oh ja, aber wie? Hanna, willst du vielleicht den Dieb mit dem Springseil ins Überbraten? Nein, Emma, viel besser. Wir werden das Springseil hier hinspannen und dann verstecken wir uns. Und wenn der dann hochkommt, um unsere restlichen Spielsachen zu klauen aus den Kinderzimmern, dann fällt er hin und wir können schnell runterlaufen und die Polizei rufen. Richtig gute Idee, Hanna. Das ist eine Stolperfalle. Sowas habe ich schon mal im Film gesehen. Das klappt immer. So, perfekt. Jetzt müssen wir uns nur noch verstecken. Vielleicht hier im Badezimmer, weil der wird ja wahrscheinlich nicht ins Badezimmer gehen, sondern in den Kinderzimmern nach Spielzeug suchen. Ja, glaube ich auch. Emma, ja, glaub, so sieht er uns nicht. Also der sieht überhaupt nicht wertvoll aus. Ich glaube, den nehme ich nicht mit, der ist auch viel zu groß. Dann werde ich mal nach oben gehen und gucken, was es da noch so gibt. Ich glaube, den Beutel, den lasse ich erstmal hier unten, den brauche ich ja oben nicht. Muss ich ja nicht hochschleppen, das Ding. Die haben bestimmt alles, was wertvoll ist, oben versteckt. Unten war ja nicht so viel. So, jetzt bin ich hier fast oben angekommen. Badezimmer? Ne, da wird nichts sein. Oh Mist, wer hat denn hier dieses Springseil hingetan? Oh, immer diese Belger. Mann, aua. Oh Mann, es hat echt wehgetan. Ich glaube, ich habe mir den Knöchel verknackst. Ich brauche dringend ein bisschen Salbe und ein Kühlpack. Oh Mann. Da rappel ich mich mal hier auf und werde mal weitersuchen. Mann. Och nö, jetzt hab ich mich auch noch hier verheddert. Oh, schon wieder hingefallen. Aua. Oh. Emma, schnell die Treppe runter. Ja, ich beeil mich. Da ist ja meine Kutsche, die habe ich schon gesucht. Die wollte der Dieb klauen. Die hol ich sofort da wieder raus, das ist meine. Emma, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen sofort die Polizei rufen. Ja, mach du das. Wir müssen gleich wieder aufstehen. Ich kenne die Telefonnummer nicht. 110 ist doch die Polizei. Ach ja. Hier ist Hanna Vogel. Bei uns ist ein Einbrecher. Ja, kommen Sie sofort. Bin ich froh, dass meine Kutsche noch heile ist. Der blöde Einbrecher, der hat sie nicht kaputt gemacht, zum Glück. Emma, komm, wir verstecken uns lieber, bis die Polizei da ist. Nicht, dass dieser blöde Einbrecher wieder runterkommt und uns sieht. Oh, hier sind aber viele Wollmäuse hier unter. Oh nein. Sie schrecken echt vor nichts zurück. Jetzt auch noch hier den Kindern das Spielzeug klauen, Herr Langfinger. Ja. Also Sie kommen jetzt erstmal hinter Gitter. Oh Mann, nicht schon wieder. Ihr beiden, ihr habt das echt gut gemacht. Wir sind schon lange auf der Suche hier nach dem Langfinger. Was ist denn hier passiert? Draußen steht ein Polizeiwagen. Alles in Ordnung? Ist irgendwas los? Ach, Frau Vogel, Sie sind sicher die Mutter von diesen tapferen kleinen Mädchen. Ich war nur ganz kurz weg. Was ist denn passiert? Ihre beiden Töchter haben einen Einbrecher überwältigt. Oh. Ein Einbrecher überwältigt? Hier bei uns? Oh Mann, es
war bestimmt super gefährlich. Mama, du glaubst gar nicht, was der machen wollte. Der wollte meine Spielzeugkutsche klauen. Und da hört's bei mir auf. Da dreh ich durch. Aber zum Glück habe ich schon in so vielen Filmen den Trick mit dem Springseil gesehen. Und der hat auch funktioniert. Ja, da ist er drüber gestolpert. Oh Mann, ihr lasst euch wirklich Sachen einfallen. Ihr seid total mutig. Ich glaube, ich wäre das nicht gewesen. Zum Glück habt ihr die Polizei verständigt. Aber das hätte man eigentlich als erstes tun sollen. Oh, das ist total eng hier. Mann, lass runter von meiner Gucci-Hose. Oh Mama, jetzt mal wirklich im Ernst. Das kann doch einfach nicht sein. Wir können doch nicht hier in dieser Umkleide bleiben. Oh Tessa, Liebes, also ich weiß doch einfach nicht wohin. Und wenn wir uns hier ruhig verhalten, das ist doch nur für eine Nacht. Komm schon. Also hier unten ist alles klar. Schau ich mal oben. Psst, Tessa, beruhig dich bitte, Schwesterchen, bitte. Also ich höre da unten den Wachmann, also wir dürfen, das darf hier nicht auffliegen. Naja, hier oben scheint auch alles klar zu sein. Oh, der Wachmann ist weg. Mann, ich habe keine Luft mehr bekommen in dieser engen Umkleidekabine. Also wir können da nicht schlafen. Wie tief ist eigentlich Familie Schnösel gesunken? Mutter, also dieser Zustand, der ist einfach nicht zumutbar. Wir müssen wieder reich werden. Und ich weiß auch wie. Ach ja, also wenn das so einfach wäre, dann könnten wir das schon lange machen. Was hast du denn vor, Nils? Oh mein Gott, ich traue meinen Augen nicht. Sind Sie es? ja, wenn Sie meinen, dass ich der Weihnachtsmann bin, der bin ich. Ich würde gern ein bisschen Geld einzahlen für meine Wichtel. Aber selbstverständlich, Herr Weihnachtsmann. Es tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen nervös. Oh, der Weihnachtsmann. Also, Herr Weihnachtsmann, da wo Sie jetzt... Sie sind ja hier und ich hätte da eine Frage. Brennt mir auf dem Herzen. Also... Ich kann es mir schon fast denken. Also, wenn Sie mich jetzt fragen wollen, warum ich Ihnen vor 20 Jahren nicht das gewünschte Spielzeugauto unter den Baum gelegt habe, oh, dann kann ich es mir schon denken. Warum haben Sie das so gemacht? Das war die schlimmste Weihnacht meines Lebens. Also, oh Gott, ich denke an diesen Tag, jeden Tag. Ich mache mich lieber vom Acker. Ich könnte eigentlich noch mal ein bisschen Geld abheben. Warum muss ich immer solche schwierigen Fragen beantworten? Der Weihnachtsmann kann nicht alle Wünsche erfüllen. Warum begreift das einfach keiner? Oh nein, jetzt habe ich den Weihnachtsmann verärgert. Jetzt kriege ich wahrscheinlich nie wieder was. Na gut, was soll's. Der Nächste. Okay, ihr habt alles soweit verstanden, oder? Der Plan ist besprochen. Keiner darf mehr kneifen. Okay, und damit wir ein bisschen gefährlich wirken, damit die Leute ein bisschen Angst haben, habe ich hier diese Wasserpistolen besorgt. Sie sehen fast so aus wie echte Pistolen, aber da kommt nur Wasser raus. Ach, Nils, mein Junge. Gibt es nicht eine andere Möglichkeit? Also eine Bank überfallen? Also, so weit ist es jetzt gekommen? Ach, Nils, also ich bin auf jeden Fall dabei. Ich will mir endlich wieder alles gönnen können. Massagen, Maniküre, Pettiküre. Also mir reicht's. Ich will wieder Geld haben. Oh Mann, Mama, du meinst es ja wirklich ernst. Wieso bist du eigentlich die Einzige, die sich so vermummt hat? Oh, die Leute werden uns erkennen. Wie soll das denn jetzt gehen? Also, dies ist ein Überfall. Also, eins verstehe ich nicht. Warum habe ich hier als Einzige keine Waffe bekommen? Wenn jetzt irgendwas sein sollte, ich bin so klein und vor mir hat sowieso niemand Angst, weil ich einfach so süß und hübsch bin. Oh, Isabel, du bist doch sowieso viel zu klein. Du könntest diese Pistole sowieso nicht halten. Also, geh doch einfach in den Hintergrund irgendwo. Hä? Also gut, Leute, habt ihr es gehört? Hände hoch oder Hosen runter, das ist ein Überfall. Maren, Schatz, also glaubst du wirklich, dass man das sagt? Also Hände hoch und Hosen runter, das höre ich zum ersten Mal. Ei, also wenn ich die Wahl hätte, Hose runter, ich weiß es nicht, ich bin aufgeregt, ich war noch nie in einem Banküberfall verwickelt. Oh nein, hoffentlich tun sie mir doch nichts. Obwohl, Moment, Nils, bist du das? Oh nein, das kann doch jetzt nicht sein, jetzt ist Pias Mutter hier ausgerechnet in der Bank... Nein, ich bin nicht Nils. Ich kenne diesen Nils Schnösel nicht. Und ob du das bist, ich erkenne dich doch. Jetzt hat sich meine Tochter doch auf einen Kriminellen eingelassen. Oh nein, mein Herz zerbricht. Eine ganze Familie hier beim Überfall? Also, das muss ich gleich irgendwo posten. Bitte tun Sie mir nichts. Bitte nicht. Also gut, Freundchen, dann lass mal die Moneten rüberwachsen. Ich glaube, so sagt man das, oder? Ja, und was ist eigentlich mit Ihnen? Wir haben doch gesagt, Hände hoch. Und Sie rühren sich überhaupt nicht. Wollen Sie nicht kooperieren? Kleiner, also wenn du wüsstest. Das hier ist ein Überfall. Und jetzt mal schön die Flossen hoch. Ach du grüne Neune, noch ein Überfall in der Bank. Oh, ob hier so viel Geld ist, dass es für zwei Parteien reicht? Ich weiß ja nicht. Ist das eine echte Waffe? Weil wir haben nur Wasserpistolen. Na, und ob das eine echte Waffe ist, Pöppchen, was glaubst du denn? Oh, das kann doch jetzt nicht wirklich wahr sein. Hast du jetzt wirklich gesagt, dass wir Wasserpistolen haben? Oh, damit ist der ganze Plan hin. Wie, noch ein Überfall? Also zwei, also, das poste ich auf jeden Fall irgendwo. So, die Herrschaften, jetzt mal mit erhobenen Händen hier an die Wand. Keiner rührt sich von der Stelle, klar? Moment, so schnell gebe ich mich nicht geschlagen. Das ist unser Geld. Wir wollen wieder reich werden. Also, Waffe weg.
Also Schatzi, ich glaube, du hast es nicht ganz mitbekommen, oder? Das ist eine echte Waffe auf dich gerichtet. Ich würde lieber das machen, was ich sage. Machen? Schatz, sag mal, bist du jetzt total übergeschnappt? Also, sie hat eine wirklich echte Waffe und wir haben Wasserpistolen und das weiß sie auch. Oh mein Gott, der ganze Plan ist hinüber. Oh nein, wir werden niemals wieder reich. Wie schrecklich. Ich sehe mich schon wieder in der Umkleidekabine schlafen. Sie da, also mit der Wasserpistole. Ich würde eher kooperieren, sonst passiert ja noch irgendwas. Und was ist eigentlich mit Ihnen? Lassen Sie mal schön das Geld hier rüberwachsen. Nein, das möchte ich Ihnen nicht geben. Das ist das Geld, mit dem ich ein Geburtstagsgeschenk für meine Tochter kaufen wollte. Hey! Wissen Sie was, meine Schöne? Das ist mir sowas von egal, wem das Geld zusteht. Jetzt ist es meins. Oh, keine Sorge, keine Sorge. Ich denke, der Weihnachtsmann kann da noch vielleicht irgendwas regeln. Beruhigen Sie sich. So, aber Sportsfreund, jetzt mal hier das Geld rüberwachsen, Ich will auch hier keine Zeit vergeuden. Ja, ist ja gut, ich öffne den Banktresor. Uiuiuiui, was sehe ich denn da? Komm zu Mama. Hier bitte, all you can eat, Selbstbedienung, also all you can take, hier so viel Geld, wie Sie wollen. Also da mache ich mir ja wirklich die Taschen voll Goldbarren, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Geldscheine sind ja so Kinkerlitzchen, aber das ist ganze Goldblöcke, wow! Moment, zu früh gefreut, hier spricht die Polizei, sofort die Waffe fallen lassen. Ach, Gott sei Dank, also wir sind Geiseln, also auch wenn wir jetzt hier Wasser haben, das sind aber Wasserpistolen, bitte helfen Sie uns. Also wir haben mit all dem nichts zu tun, das können Sie uns ruhig glauben. Oh, das habe ich schon so oft gehört, Madame, und warum haben Sie eine Maske und was soll das hier alles? So, Abmarsch, also so viele Leute an einem Banküberfall beteiligt, das habe ich noch nie gesehen, also gehören die alle zusammen? Papa, sag mal, wo bringen die uns denn jetzt hin? Gehen wir jetzt ins Gefängnis? Ja, ich glaube schon, aber zumindest haben wir da was zu schlafen. Oh, ich glaube, ich habe mir vor Angst in die Windel gemacht. Wäre ich doch bloß zu Hause geblieben, obwohl zu Hause, wir haben ja kein Zuhause mehr. Oma, ich finde das ganz klasse, dass wir hier zusammen Peppa Woods gucken können. Ich finde das richtig toll, mit dir macht das am meisten Spaß. Ja, Emma, das mache ich auch wirklich sehr gerne. Und ich bin auch froh, dass ich nicht mit deinen beiden anderen Geschwistern fernsehe. Da läuft's ja wieder ab. Geworden. Du wiegst mindestens eine Tonne oder zwei. Oh, meine Organe. Pech gehabt. Diese Sicherheitsvorkehrung muss ich treffen. Also, sobald du frei bist, wirst du einfach wieder umsteigen. Ja, aber du wolltest auf mich drauf und ich ein Elefant. Mama, oh, Hilfe. Hier ist irgendein Elefant auf mir drauf. Bin ein Elefant. Oh, ihr beiden Streithähne schon wieder. Ich mach den Fernseher aus, wenn ihr euch nicht einigen könnt, was geguckt wird. Nicht ausmachen. Also, wir einigen uns schon. Oh, Herr Jemine, in Claudias Haut würde ich auch nicht gerne stecken. Ach du Emma, jetzt wo wir hier so alleine und ungestört sind, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Ja? Oma, ich mag Geschenke und Überraschungen. Ach, das habe ich mir doch fast gedacht. Wer mag denn keine Überraschungen? So, damit ich dir jetzt das Geschenk geben kann, musst du dich einmal umdrehen und deine Augen zumachen. Okay, was ist es wohl? Vielleicht ein Hundewelpen? Oder, ich weiß auch nicht. So, Emma, könnte ein bisschen kalt sein. Ich werde dir das jetzt um den Hals machen. Boah, Oma, cool. Was eine ist Halskette. Das? Schön, das sind ja richtige Juwelen. Julian, Hanna, schau mal, was ich habe. Was denn? Oh, gibt's Geschenke bei Oma? Ach, oh, ich wusste eigentlich schon, warum ich das immer hier geben wollte und nicht vor den anderen. Das gibt jetzt bestimmt Ärger. Boah, Oma, sag mal, wie bist du denn drauf? Du weißt doch, dass ich hier dein Lieblingsenkelkind bin. Warum kriege ich nichts? Ja, Oma, das ist total unfair. Ich möchte auch so eine Halskette haben. Die ist total schön. Tja, Pech gehabt. Das ist jetzt meine und die mache ich auch nicht mehr ab. Dann müsst ihr wohl leer ausgehen. Ach Mensch, ihr beiden, jetzt streitet euch doch nicht. Meint ihr nicht, wir haben euch schon reichlich beschenkt? Okay, eigentlich hat Oma recht. Also, Opa steckt uns ständig Geld zu und meistens behalten wir es nur für uns. Bitte, was? Wie? Ihr kriegt die ganze Geschenke und ich krieg gar nichts? Oh, das ist unfair. Naja, wenigstens habe ich jetzt die Kette und die nehme ich überhin mit. Wie, ihr klaut mir die? Also wenigstens ist das Geschenk sehr gut angekommen bei Emma. Und ich hoffe mal, sie denkt nicht wirklich, das sind Juwelen. Das sind doch nur Glasperlen. Emma, du hast wirklich eine schöne Kette, aber bist du sicher, dass du die mit in die Kita nehmen willst? Nachher geht die da kaputt, jemand reißt dir da dran und dann liegen überall die Perlen rum. Was? Nein, das sind meine königlichen Juwelen. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Hallo, die zeichnen mich aus. Wow, ich sehe einfach spitze aus. Na gut, Prinzessin Emma, dann komm mal mit. Wir gehen jetzt in die Kita. Ja, du kannst kommen. Wir haben uns versteckt. Du wirst uns niemals finden. Na gut, ich komme und suche euch. Wo seid ihr denn? Sie wird uns hier niemals finden in diesem Versteck. Wir haben das perfekte Versteck. Kinder, wo seid ihr denn? Ich kann euch nicht sehen. Vielleicht seid ihr ja in der Turnhalle? Also langsam dauert das ein bisschen. Vielleicht findet Brigitte uns niemals und wir müssen ewig hier bleiben. Oh nein. Ach Kinder, ich geb's gleich auf. Vielleicht kann mal jemand von euch Piep machen. Mäuschen, mach mal Piep. Brigitte, die sind im Bällebad. Siehst du das etwa nicht? Das sehe ich ja von hier. Emma, sowas verrät man eigentlich nicht. Du bist nicht Teil des Spiels. Sie spielen hier gerade Verstecken, so wie es aussieht. Oh Emma, warum hast du uns verraten? Die hat uns niemals gefunden.
Das war das beste Versteck der Welt. Emma, das war wirklich nicht fair. Ich meine, vielleicht hätte ich die Kinder wirklich noch gefunden. Da kannst du doch nicht einfach jetzt schon reinrufen. Brigitte, was kann ich denn dafür, wenn du Tomaten auf den Augen hast? Hallo, du bist da mehrfach dran vorbeigegangen. Sag nicht, du hast sie nicht gesehen. Also fair war das wirklich nicht, Emma. Vielleicht solltest du dich an die Spielregeln halten. Die hast du jetzt nämlich verletzt. Emma, ich glaube, deine Kollegen hier in der Kita, die Kinder sind ein bisschen sauer jetzt auf dich. Vielleicht solltest du dich entschuldigen. Emma, wenn du dich das nächste Mal versteckst, dann verpetze ich dich auch. Ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, hier einfach mal die Fliege zu machen. Viel Spaß euch. Oh Mann, diese Streitereien immer zwischen den Kindern. Okay, okay, ja, Clara, du kannst mich verpetzen, dann sind wir aber quitt. Weißt du was, vielleicht gibt es kein nächstes Mal bei dir. Wir lassen dich jetzt nicht mehr mitspielen, nein. Ach, Kinder, jetzt seid nicht so zu Emma. Sie hat sich schon entschuldigt. Drück doch mal ein Äuglein zu, hm? Brigitte, wo gehst du denn jetzt schon wieder hin? Du sollst auf uns aufpassen. Ach, Clara, keine Sorge, ich komm schon wieder. Ich werde nur eben ganz kurz nach oben gehen. Wenn ihr mich sucht, dann findet ihr mich oben. So, ist es vielleicht euch genehm, dass ich hier zu euch ins Bällebad komme, oder ist es jetzt auch verboten? Ich glaube, ich bin ganz schön jetzt unten durch bei euch, oder wie sagt man das? Also nein, ich habe schon längst wieder vergessen. Ich bin nicht so nachtragend. Okay. Oh, was ist das denn um deinen Hals? Das sieht aber wertvoll aus. Wo hast du das her? Ach so, du meinst meinen königlichen Juwelen. Diese Kette, ja, die hat mir Oma geschenkt. Die ist schön, oder? Was? Oma hat dir die geschenkt? Und deine Oma ist auch meine Oma. Und mir hat die so eine Kette nicht geschenkt. Das ist unfair. Dann sag ihr das doch. Was kann ich denn dafür? Hallo, sie hatte nur mal eine Kette nur und die war für mich. Also, ich werde mich auf jeden Fall beschweren. Das kann ja wohl nicht sein. Oh, was ist denn los mit euch? Ihr seid so typisch Mädels. Können wir jetzt nicht einfach hier spielen und nicht über so eine Kette reden? Oma, ich bin es, Isabel. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass du Emma so eine Kette geschenkt hast und mir nicht. Die hätte viel besser zu mir gepasst. Ich bin viel königlicher. Oh, Isabel, das machst du doch jetzt nicht wirklich. Das ist total peinlich. Lass das, leg auf. Was? Wie bitte? Königliche Juwelen? Kita Sonnenschein? Eine wertvolle Kette, aber natürlich. Oh, es hat sich gelohnt, dieses Telefonat abzuhören. Oh, diese Schnösel sind sowas von... Naja, schnöselig. Oh, die reden nur über Geld. Emma, also Oma hat gesagt, wir sollen uns die Kette teilen. Wir sollen uns abwechseln. Bitte, was? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Diese Kette werde ich nicht ablegen. Auf gar keinen Fall. Naja, wie soll ich sagen? Wenn zwei sich streiten, freut sich der vierte oder fünfte... Nee, es war der dritte, also ich. Wo ist diese Kette? Wer sind was die denn? Was bist du denn? Der neue Erzieher oder was? Kinder, könntet ihr bitte aufhören, da unten so rumzuschreien? Das hat euch gar nicht zu interessieren. Ich bin jetzt genauso schnell weg, wie ich hier hingekommen bin. Oh Mann, der hat's auf diese Halskette abgesehen. Ich muss mich total schnell aus dem Staub machen. Hoffentlich findet er mich nicht. Also, ich verstehe nicht, woher wussten Sie von der Kette? Ich habe es nur meiner Oma erzählt und Emma wusste das. Guck mich mal an. Ich bin ein professioneller Dieb. Ich habe einfach das Telefon abgehört von Familie Schnösel. Den ganzen Tag schon, die ganze Woche, den ganzen Monat. Aber das können Sie doch nicht machen. Nur weil Isabel hier bei uns in der Kita ist, können Sie doch nicht einfach das Telefon abhören. Das ist mir doch sowas von egal. Was wollt ihr denn machen? Mich verhaften oder was? Kinder, ihr sollt nicht so rumschreien. Mann, die Stimme von Malik klingt aber jetzt schon ganz schön heiser. Malik, lass das bitte. Warte mal. Ihr wart doch gerade noch zu viert. Oh, wo ist die Kleine mit der Kette? Das kommt nicht in Frage. Ich muss Emma helfen. So, jetzt kommen die Bälle in deinen Weg. Tja, also dann wirst du das schön ausrutschen und dann werden wir dich verhaften. Na, war das dein Ernst, Kleiner? Oh Mann, ich bin doch kein kleines Baby. Einfach über diese Bälle steigen, das ist eine Leichtigkeit für mich. Wo steckt sie denn nur her mit der Halskette? Da hinten, da wo immer die Matten liegen. Da versteckt Emma sich total gerne. Vielleicht ist sie da. Und sag mal, ist das jetzt gerade dein Ernst? Du kannst doch nicht erzählen, wo Emma ist. Wir spielen nicht Verstecken. Also schon, aber ernstes Verstecken. Aber wieso? Emma hat mir doch erlaubt, dass ich sie verpetzen darf. Weil sie uns eben auch verpetzt hat. Wisst ihr was? Die Lage ist wirklich viel zu ernst. Ich werde sofort Brigitte informieren. Ich frage mich sowieso, wo die ist. Tja, was soll ich sagen? Ich sehe dich. Ich hab dich. So, jetzt her mit der Halskette, oder? Isabel, nochmal ganz von vorne. Worum geht's? Was? Ein Dieb hier in der Kita? Ach komm, ist das wieder irgendein Spielchen? Brigitte, nein, wirklich. Also das ist ein Dieb und er möchte Emmas Halskette stehlen. Du musst sofort kommen und die Polizei rufen. Na? Ah, ich werde die Halskette nicht abgeben. Du kannst mich ruhig ins Klo stecken. Ist mir egal. Na ja gut, du willst es ja nicht anders. Runter mit dir. Sofort aufhören. Was machen Sie da mit dem Kita-Kind? Oh nein. Ich muss hier ganz schnell weg. Brigitte. Ich hoffe nicht, sie hat mein Gesicht gesehen. Oh, sonst ist die Polizei wieder hinter mir her. Oh, Emma, gerade noch rechtzeitig. Es tut mir leid. Was ist passiert? Oh Mann, das war sowas geht's von knapp. Geht's dir gut? Ja, ich musste fast Klowasser trinken. Igitt. Naja, aber ich hab's überstanden. Ich meine, meine Kette konnte ich behalten. Und der Dieb, der ist über alle Berge. Ich hoffe, der kommt nicht nochmal wieder. Na gut, dann lass uns alle zurück ins Bällebad gehen. Wir haben ja noch gar nicht richtig angefangen zu spielen. Also ich finde es jedes Mal wieder erstaunlich, wie schlecht das Gedächtnis von den Kindern funktioniert. Sie können sich anscheinend an überhaupt nichts mehr erinnern. Ist egal, Hauptsache Bällebad.
Okay, Isabel, ich würde sagen, du darfst dir die Kette mal ausleihen, okay? Weil dann kannst du mir die ja dann wiedergeben, wenn du sie nicht mehr tragen willst. Dann muss ich sie nicht immer tragen. Oh, das ist wirklich nett von dir, Emma. Dann hätte ich ja Oma gar nicht anrufen müssen und dann wäre auch der Dieb gar nicht gekommen. Naja, ich gebe sie dir bald wieder. Emma, du hast schon gehört, dass es Essen gibt, ne? Komm ruhig runter. Also darauf höre ich nicht. Ich will mich nicht von der Stelle. Keine Ahnung, ob sie mich verstanden hat, aber ich denke, wenn sie Hunger hat, kommt sie schon von ganz alleine runter. Also, normalerweise muss ich sagen, gehen deine Spiegeleier sowas von gar nicht, Papa, aber diesmal waren die ganz okay. Also, was hast du denn damit gemacht? Oh, du hast es bemerkt? Oh, super, Julian. Also, ich habe diesmal so frische Kräuter dazugegeben. Also, du hast es bemerkt? Klasse. Ja, Papa, das hat echt gut geschmeckt. Und ich finde, Emma hat echt was verpasst. Ich werde mich jetzt aufs Sofa flitzen. Also, irgendwie ein bisschen seltsam ist es ja schon, dass Emma überhaupt nicht zum Essen erschienen ist. Ich werde mal oben nachgucken, was mit ihr ist. Keine Ahnung, vielleicht ist sie ja eingeschlafen oder sie hat einfach nur Spiegeleier gehört. Dann verstehe ich, dass sie nicht gekommen ist. Okay, Emma, jetzt musst du wirklich hartnäckig sein. Nicht von der Stelle rühren. Emma, was ist denn los bei dir? Du sitzt hier wie angewurzelt. Ist irgendwas passiert? Bist du sauer? Emma, auf diesen Namen höre ich nicht. Wie, was? Auf den Namen hörst du nicht? Oh, ist das wieder irgendeine Art von Spiel? Wie soll ich dich denn sonst nennen? Na, Prinzessin Emma, so will ich angesprochen werden, so und nicht anders. Oh, Entschuldigung, Eure Hoheit. Prinzessin Emma, ich mache einen Knicks. Ich verbeuge mich vor euch. Ja, schon gut, so schon besser. Okay, okay, ja. Na gut, Prinzessin Emma, dann komm bitte mit nach unten. Da ist noch Abendbrot für dich. Also, du verpasst was. Ich rühre mich nicht von der Stelle. Oh, ich glaube, du hast immer noch nicht verstanden. Prinzessinnen, die gehen doch nicht einfach. Habe ich irgendwie was falsch gesagt? Emma, Essen kommen. Was ist daran so schwer zu verstehen? Prinzessin Emma, bitte zum Essen. Als Prinzessin Emma werde ich nicht einen Fuß vor den anderen setzen. Ich gehe doch nicht. Wenn, muss ich getragen werden. In der Sänfte oder so. Ach, Herr Jemine, wenn es sein muss, dann eben so. Emma, du bist doch schon echt groß und ganz schön schwer. Naja, Mama trägt dich trotzdem. So, Emma, Prinzessin Emma, darf ich dir dann was auftun? Na, so wird man doch nicht königlich behandelt. Was soll das denn sein? Och, nö. Oh, Prinzessin Emma, es tut mir wirklich leid. Oh Mann, Claudia, was machst du denn da nur? Darf ich Ihnen Abendessen servieren? Nein, sowas esse ich nicht. Das gefällt mir nicht. Das ist nicht für meinen königlichen Gaumen. Emma, Schätzlein, also bitte, so läuft das nicht. Ich meine, du solltest dankbar dafür sein, dass ich dir jetzt mal Essen hier gemacht habe und das jetzt nicht irgendwie nicht essen wollen. Das habe ich jetzt nicht gehört. Ich wurde nicht korrekt angesprochen. Außerdem möchte ich jetzt ins Wohnzimmer, getragen werden. Na gut, Prinzessin Emma, euer Wunsch ist mir Befehl, selbstverständlich. So, Prinzessin Emma, dann kannst du schön mit deinen Geschwistern und mit deinem Vater, Fernsehen gucken, hm? Oh nein, doch nicht das Wohnzimmer, doch nicht mit den anderen Leuten, oh nein. Was heißt denn hier andere Leute? Also was hast du gegen uns auszusetzen? Wir gucken doch immer zusammen fern. Nein, nein, nein. Mutter, ich möchte in das andere Wohnzimmer getragen werden. Mit dem Fußvolk gucke ich kein Fernsehen. Oh, was soll das denn heißen, Fußvolk? Nein, nein, nein. Was, ich meine, ich bin so schnell wie der Wind. Ist das jetzt was Schlechtes oder was? Na gut, Prinzessin Emma, dann eben nicht. Dann musst du wohl alleine Fernsehen gucken. Ist das nicht ein bisschen einsam? Keine Ahnung, ob ich das persönlich nehmen soll. Ich habe hier schließlich nichts getan. Ach, mach dir nichts draus, Schatz. Ich meine, es ist wieder einer ihrer Spiele, ne? Prinzessin Emma und so. So, Prinzessin Emma, dann habe ich sie jetzt hier richtig im Wohnzimmer platziert. Ich hoffe, das ist alles zu ihrer vollsten Zufriedenheit. Nicht ganz. Was ist mit dem Kissen? Das muss noch ausgeschüttelt werden. Ach, selbstverständlich, das hätte ich ja fast vergessen. Also. Schon besser. Ja, jetzt kann ich richtig Fernsehen gucken. Also, Prinzessin Emma, wenn Sie noch einen Wunsch haben, dann rufen Sie einfach nach mir. Claudia, Mensch, wie verhältst du dich überhaupt? Ich bin hier die Herrin im Haus. Kein Untertan, aber naja, es ist nur ein Spiel. Ich mache da einfach mit. Was höre ich da, Prinzessin Emma? Da muss ich ein bisschen genauer zuhören. Na, anscheinend haben die ja königlichen Besuch bei sich zu Hause. Oh, diese Wanzen haben sich sowas von gelohnt im Telefon. Na, das wird mal wieder eine fette Beute. Jetzt muss ich nur an diese Prinzessin Emma kommen. Die hat bestimmt ein paar Bodyguards und so. Oh, ich werd stinkreich, wenn ich diese Prinzessin kidnappe. Oh, ich bin reich, reich. Millionen werde ich haben. Könntet ihr mal ein bisschen Platz machen? Ich möchte mich bitte zum Fußvolk setzen. Oh Mama, musst du jetzt auch damit anfangen? Ich meine, was bedeutet das überhaupt? Ist ja auch egal. Also, was ist denn mit Emma jetzt los eigentlich? Also, das soll Prinzessin Emma sein. Naja, die Bodyguard sehe ich nicht. Die kommt mir aber bekannt vor. War das nicht die aus Ikita? Mit den Juwelen? Oh, doch. Oh, so lässt es sich wirklich leben. Ich habe meine Ruhe. Ich kann Peppa Wutz gucken und keiner stört mich. Ach, ein richtiges Prinzessinnenleben. Jetzt nur noch ganz, ganz ruhig und ganz leise an sie ranschleichen. Oh ja. Keine Ahnung, was mit Emma los ist. Sie denkt, sie ist eine Prinzessin. Prinzessin Emma. Emma, hast du noch einen Wunsch? Ich meine natürlich Prinzessin Emma. Nein, nein, alles in Ordnung. Ich gucke Peppa Wutz. Oh Mann, das war ja richtig knapp. Fast hat sie mich entdeckt, aber nun gut, ich bin ein Meister.
Oh Mann, ich glaube, das wird Peppa Wutz auch richtig gut gefallen, als richtige Prinzessin zu leben. Vielleicht hat sie ja Lust, hier einzuziehen. Tja, jetzt habe ich dich, Prinzessin Emma. Hilfe! Hat sie jetzt Hilfe geschrien oder so? Ich meine, greifen jetzt die Ritter an oder wie? Oh, dieses Spiel. Ein richtiger Goldesel, diese Prinzessin. Lass mich runter! Warum bewacht dich denn keiner? Na egal, besser für mich. Keine Ahnung, ob das Teil des Spiels war. Von Rittern weiß ich nichts. Ich guck noch mal nach ihr. Vielleicht kann ich ihr doch noch einen Wunsch erfüllen. Außerdem hat sie noch kein Armbrot gegessen. Prinzessin Emma? Hast du noch einen Wunsch? Prinzessin Emma! Wo ist sie denn hin? Und die Tür steht auf. Emma? Claudia, Schatz, was ist denn jetzt los? Sind die Ritter wirklich da und haben die Burg eingenommen? Martin, nein, das ist jetzt kein Spiel mehr. Emma ist weg. Also Prinzessin Emma, Emma, unsere Tochter, sie ist einfach verschwunden. Claudia, Schatz, was soll das jetzt heißen, sie ist verschwunden? So ein Spiel oder nicht? Sie weiß doch ganz genau, dass sie nicht einfach so alleine raus darf. Oh nein, und wir haben ihre Hilfeschreie gar nicht ernst genommen. Was ist, wenn ihr was passiert ist? Wo ist sie? Tja, jetzt ist wohl das Fuchsvolk gefragt. Also ich möchte jetzt gucken, was passiert ist. Ich meine, ich bin ja auch irgendwie Detektiv ein bisschen. Was sollen wir denn jetzt hier? Und wie oft soll ich das noch sagen? Ich bin keine richtige Prinzessin. Also schon, aber nein. Ach, diese Masche kenne ich schon. Dass du nicht die Prinzessin bist. Natürlich bist du sie. Nur weil ich dich gekidnappt habe. Also mir wird das jetzt irgendwie ein bisschen zu blöd. Ich gehe jetzt nach Hause. Das ist hier direkt an der Kita. Ich kenne den Weg. Stehen geblieben, Prinzessin Emma. Hey. Du bist mein kleiner Goldesel. Ich meine, ich möchte die Millionen von deiner Königsfamilie. Wie oft soll ich das noch sagen? Ich bin keine echte Prinzessin. Ich habe ein Prinzessinnenschloss, aber das ist zum Spielen und wir haben keine Millionen. Ja, aber natürlich. Wart's nur ab. Bald habe ich die Millionen auf meinem Konto. Sie werden dich schon vermissen und nach dir suchen und mir das Geld geben. Das ist absoluter Quatsch. Ich gehe gleich nach Hause. Ich verstehe das nicht. Woher weißt du überhaupt, dass ich Prinzessin Emma bin? Tja, siehst du das nicht? Ich bin ein Profidieb und ich habe so meine Masche. Bald bin ich reich, super reich. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, haben Sie gesagt, dass Ihre Tochter aus dieser Tür hier hinausgegangen ist. Und das nicht selbstständig? Okay. Ganz genau, sie würde nicht abhauen. Ich meine, Ben hätte sie was gesagt, aber sie hat um Hilfe gerufen und wir haben es halt nicht ernst genommen. Wir haben Fernsehen geguckt da drüben. Also eins ist klar, wenn sie jetzt wirklich entführt wurde, also dann, okay, ich will eigentlich nicht ihr Zimmer, weil ich bin ihr großer Bruder, ich muss sie verteidigen und der bekommt es dann mit mir zu tun. Ach Martin, warum haben wir sie nicht einfach ernst genommen? Ich meine, jetzt, es war ein Spiel, aber dann irgendwie nicht mehr. Ich mache mir solche Vorwürfe. Also ich frage mich, warum ein kleines Kind entführt wird. Habt ihr eine Idee? Also an diese Tür muss auf jeden Fall unsere Spurensicherung dran. Also dann haben wir bestimmt irgendwie eine Spur zum Dieb oder zum Täter oder wie auch immer. Hey, wartet, hier ist gerade ein Brief reingekommen und da ist irgendjemand auch weggelaufen. Moment, nicht anfassen diesen Brief, das könnte ein Beweismittel sein. Ein Beweismittel? Was steht denn drin? Los, lesen Sie es schon vor. Tatsächlich, es ist der Brief von ihm anscheinend oder von ihr. Und er möchte, das ist ein Erpresserbrief, der will 1 Million Euro. Er hat Prinzessin Emma entführt, steht hier. Also wir werden den Brief auf jeden Fall mitnehmen und auf Spuren untersuchen. 1 Million Euro, wo sollen wir denn so viel Geld hernehmen? Und Moment mal, warum weiß er denn, dass sie Prinzessin Emma heißt? Also irgendwie ist das alles total verwirrend. Das finde ich auch, aber woher weiß er das so, dass sie dieses Spiel gespielt hat? Vielleicht ist dieses Haus verwanzt oder so. Tja, der Brief ist jetzt bei deinen Eltern, sie müssen mir jetzt nur das Geld geben. Das werden die auf gar keinen Fall machen. Ich hab doch schon gesagt, meine Eltern, die haben nicht so viel Geld. Meine Mutter hat ein Café, okay, und mein Papa ist Feuerwehrmann. Die haben noch nicht 1 Million. Also, wir haben was rausgefunden. Das hier ist der gesuchte Mann. Und anhand der Fingerabdrücke konnten wir das rausfinden und ihn identifizieren. Einen Moment bitte. Ich muss mir dieses Gesicht einbringen. Du Fiesling. Also, wenn ich dich erwische, dann bist du dran. Okay, das ist der Täter, aber wie ist der nur hier reingekommen? Und, oh Mann, wir müssen Emma finden und den Täter noch dazu. Naja, ziemlich klug ist der Täter irgendwie nicht, weil er möchte das Geld irgendwie in der Kita bekommen. Oder an der Kita, naja. An der Kita? Vielleicht versteckt er sich auch irgendwo da. Wir haben doch jetzt das Foto und wir wissen, dass er irgendwo an der Kita ist. Wir müssen ihn finden. Ja, auf was warten wir denn dann noch, Leute? Los geht's und ich mit meiner Spürnase ganz vorne. Was stinkt hier? Ach, das sind die Spiegeleier. Also, liebe Familie Vogel, schön, dass Sie mitgekommen sind, aber am besten warten Sie jetzt hier an dem Auto. Den Rest übernehmen wir. Also, mein Mutterinstinkt sagt mir, irgendwo hier in der Nähe muss Emma sein. Ja. Also, an der Kita konnten wir nichts finden, aber diese Gartenlaube, die sieht irgendwie verdächtig aus. Oh, ich bin ganz schön müde, dieses ewige Diskutieren mit diesem Kidnapper. Ich bin nicht Prinzessin Emma, das war nur ein Spiel. Ich wär's gerne, aber naja, ich mach jetzt Mittagsschlaf auf diesem Benzintanker hier. Hände hoch! Und nicht aufstehen vom Rasenmäher! Sitzen bleiben! Was? Wo kommen Sie denn auf einmal her? Oh, wo habt ihr mich gefunden? Oh nein. Oh yes, die Polizei ist da. Jetzt werde ich befreit. Cool. Ja, mein Freundchen, jetzt kommst du ins Gefängnis. Aber sowas von, als das mit den Erpresserbriefen, also das läuft ja nicht so gut bei dir.
Aber ich war doch letztens erst im Gefängnis. Oh, naja, wie viele Jahre sind's diesmal? 10? 20? Ach, meine Kleine, du musst wohl Prinzessin Emma sein. Wie geht's dir denn? Ganz geht's dir genau. Gut? Er hat dir bestimmt einen riesen Schreck eingejagt. Ja, alles in Ordnung soweit. Ich könnte nur einen großen Kakao vertragen. Mann, oh Mann, ich saß hier echt auf dem Trockenen. Na dann komm mal her, ich werde dich zurück zu deiner Familie bringen. Und Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Schon in Ordnung. Oh wow, jetzt fühle ich mich wie eine richtige Prinzessin. Die Polizei trägt mich sogar cool. Hey Emma! Da bist du ja endlich! Alles in Ordnung, meine Kleine? Hallo Leute, für euch immer noch Prinzessin Emma. Wobei, das hat mir ganz schön viel Ärger eingebrockt. Ich will nach Hause. Na, was habt ihr am Wochenende so gemacht? Och Mann, ich habe gestern noch ganz lange an den Mathehausaufgaben gesessen. Am Sonntag, Mann. Was, wie bitte? Mathehausaufgaben? Wir hatten doch gar keine auf. Das verstehe ich jetzt nicht. Oh Mann, typisch Julian. Schon wieder die Hausaufgaben nicht. Das gibt bestimmt diesmal richtig Ärger. Wie? Aber das kann doch gar nicht sein. Ich habe mir in letzter Zeit immer die Hausaufgaben aufgeschrieben. Und jetzt haben wir wirklich welche in Mathe. Wobei, ich habe auch nicht in mein Hausaufgabenheft so wirklich geguckt. Ja, vielleicht sollte ich sie noch kurz abschreiben. Hast du sie denn? Das solltest du lieber nicht machen, Julian. Letztes Mal hat dich Frotschelig auch erwischt. So, noch ein letzter Blick in den Spiegel und dann... Oh, ich sehe so hübsch aus. Dann kann meine Mission ja mal wieder beginnen hier in dieser alten Grundschule. Oh, ich liebe sie. Ja, aber wieso denn? Ich habe doch noch ein paar Minuten Zeit. Meinst du etwa, ich kann das nicht schnell genug? Ich meine ja nur, du sollst dich nicht erwischen lassen. Guten Morgen, liebe Kinder. Ich freue mich so. Hä, wer sind Sie denn? Also, Frau Chillig ist das aber nicht, oder sieht Frau Chillig ein bisschen anders aus? Also, das verstehe ich nicht. Wir haben doch jetzt Mathe. Ja, bei Frau Chillig. Wer ist das? Kinder, ruhiger, ruhig! Also, entschuldigt bitte. Ich bin eure neue Mathelehrerin, selbstverständlich. Was, eine neue Mathelehrerin? Aber, oh, das ist ja super. Dann weiß sie bestimmt nicht, dass wir Hausaufgaben aufhatten. Oh, perfekt. Und wir werden direkt mit dem Matheunterricht starten, ob ich das vermisst habe. Ich schreibe was auf die Tafel. Also ich muss schon sagen, das ist eine qualitativ sehr hochwertige Tafel. Wo habt ihr die denn her? Oh, schnuckelig sieht das aus. Und wie neu die ist. Oh, die duftet auch ganz neu, wie bei so einem neuen Auto. Oh, die würde sich so gut bei mir machen, oh, aber sowas von. Sarah, guck dir mal an, wie die Lehrerin da auf die Tafel starrt. Die ist, glaube ich, richtig in die verliebt. Die sieht echt so aus. Naja, also da starten wir mal. Das sind ganz, ganz einfache Aufgaben hier zum Start. Wer möchte? Los jetzt! Ist das eine Aufgabe für uns? Hallo, wir sind in der ersten Klasse. Also, diese Zahlen hatten wir noch gar nicht. Also, ich kenne sie einzeln, aber so in Kombination? Keine Ahnung. Oh, Kinder, nicht so schüchtern. Los jetzt! Los! Also, Entschuldigung, aber wir sind erst in der ersten Klasse. Sowas haben wir noch nicht gemacht. Wie bitte? Eine erste Klasse? Ich dachte mir, das sei hier eine dritte Klasse, aber naja. Vielleicht können Sie uns das ja erklären. Und außerdem haben Sie noch gar nicht gesagt, wer Sie sind. Also, wie heißen Sie denn? Naja, also irgendwie wird es jetzt ein bisschen auffällig. Kinder, wisst ihr was? Ich bin eine gute Lehrerin. Deswegen sage ich jetzt, Pause, die Stunde ist vorbei. Oh, Jesus, dass ich mir nicht zweimal sagen, Steve, hast du das mitbekommen? Also, die hat noch nicht mal mitbekommen, dass ich meine Hausaufgaben nicht habe. Oh, das ist sowas von eine gute Stunde heute. Aber die Stunde war echt nicht lang. Das ging richtig schnell vorbei. Ist doch egal, ist doch super. Also, ich habe das Gefühl, es ist noch gar keine Pause. Hier sind gar keine anderen Schüler. Sag mal, Leute, wollt ihr euch jetzt wirklich über die Pause beschweren? Also bitte, wir sind hier auf einer Schule und wir sind Schüler. Was gibt es Besseres als eine Pause? Stimmt, da hast du auch recht. Stimmt, hast du recht. Was wollen wir denn spielen? Wie wär's, wenn wir Verstecken spielen? Oder habt ihr mehr Lust auf Fangen? Oh ne, ich habe jetzt keine Lust auf Verstecken spielen. Ich wäre für Fangen. Na, hast du nicht jetzt gerade Unterricht? Was machst du denn hier? Ach ja, Max, ich habe meinen Ordner gesucht. Irgendwie ist er weggekommen. Jetzt habe ich ihn endlich wiedergefunden. Das hat eine Ewigkeit gedauert. Ob den wohl jemand versteckt hat? Naja, gut. Jetzt aber flott, ab in den Unterricht, bitte. Ach, ist ja gut, ich beeil mich. Ich hoffe, die Kinder waren schön brav und ruhig. Nicht, dass die jetzt eine Party im Klassenraum veranstalten. Hallo, Kinder. Wo sind die denn alle? Also eine Party ist das nicht, aber es ist gar keine Spur mehr von den Kindern hier. Und war hier nicht normalerweise eine Tafel? Wo ist sie denn hin? Und was ist denn das? Ein Koffer? Den habe ich hier noch nie gesehen. Also irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Was ist hier denn los? Hallo, Hilfe! Anna, was ist denn los? War schon wieder Julian? Max, wie siehst du nicht? Wie sieht's hier denn aus? Der ganze Klassenraum ist leer und ja, die Tafel ist leer, weg und da liegt so ein komischer Koffer. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe die Schüler heute Morgen doch noch gesehen. Können doch nicht jetzt auf einmal alle krank sein oder so. Wo sind die denn nur? Und diesen Koffer, den kriege ich gar nicht auf. Das ist so ein altmodisches Ding, also mit Zahlencode und so, okay? Also irgendwas passt hier doch nicht. Also die Tafel ist weg und die Schüler sind nicht da. Langsam gruselt's mir. Max, am besten rufst du die Polizei und ich werde mal nach den Schülern suchen. Vielleicht sind die ja draußen. Oh, nicht, dass die armen Kleinen entführt wurden, aber von wem? Oh, da seid ihr, ich hab euch gesucht. Was macht ihr hier? Oh, Chillig, wir machen hier Pause, was Pause denn sonst? Machen wir. Kinder, Pause? Aber wir haben doch jetzt Matheunterricht. Normalerweise findet das im Klassenraum statt und nicht auf dem Schulhof. Aber tut mir leid, ich glaube nicht, dass sie das bestimmen, weil sie sind ja nicht mehr unsere Mathelehrerin. Das hat unsere neue Mathelehrerin so gesagt, dass wir jetzt Pause machen.
Ja, ganz genau. Julian hat recht. Die hat gesagt, wir dürfen rausgehen und spielen. Heißt das etwa, wir machen jetzt doch Mathe? Also, das kommt mir jetzt wirklich äußerst merkwürdig vor. Eine neue Mathelehrerin? Wer soll das denn sein? Haben wir hier vielleicht eine Hochstaplerin? Hey, was macht denn die Polizei hier? Hallo, ich hab nichts gemacht, wirklich gar nichts. Kinder, alle das Schulgelände verlassen. Aber ganz schnell. Ja, hier wurde ein mysteriöser Koffer gefunden. Ach, Kinder, am besten Zweier reinbilden und dann hinter mir her. Wir verlassen jetzt kann das Schulgelände. Kann ich hier Koffer? Bitte? Kommt. Oh Mann, was für ein Tag. Was hat das jetzt nur wirklich hier mit den ganzen Sachen auf sich? Dieser Koffer, die Tafel, ach. Ja, das ist hier der Koffer. Den haben wir hier im Klassenraum gefunden und der gehört niemandem. Diesen Koffer haben Sie hier im Klassenraum gefunden? Und ja. Wo sind die Schüler? Naja, also die Schüler, meine Kollegin hat die Schüler mittlerweile gefunden und die sind unten auf dem Schulhof oder vielleicht auch schon weg. Und die Tafel ist auch irgendwie auf einem mysteriösen Weg hier abhanden gekommen. Naja, also sowas hatten wir bei uns noch nie, das kann ich mir irgendwie nicht erklären. Okay, die Tafel ist weg, ein Koffer ist da, das ist schon alles sehr, sehr komisch. Also angeblich war hier eine neue Mathelehrerin, vielleicht sollten Sie mal ein paar Schüler befragen und ich kümmere mich um den Koffer. Also ihr beiden habt die angebliche Mathelehrerin gesehen, also ja, aber ich habe wirklich nichts gemacht und jetzt kommt nur die Polizei, weil ich meine Hausaufgaben vergessen habe, aber entschuldigt, das ist ein bisschen übertrieben. Also wir sollen die Mathelehrerin beschreiben? Keine Ahnung, wie die aussah. Die war total verliebt in die Tafel. Also ich denke, das wird äußerst schwierig. Eine Person finden, die in eine Tafel verliebt ist, davon habe ich ja noch nie gehört. In dem Koffer, da waren anscheinend nur ein paar alte Mathearbeiten von vor 2 Jahren. Also sonst war da nichts drin. Das ist ja merkwürdig. Männer, ihr glaubt nicht, was für Fingerabdrücke wir auf dem Koffer gefunden haben. Fingerabdrücke von der alten bösen Mathelehrerin. Das war ja sowas von klar. Das die ist doch vor kurzem erst wieder aus dem Gefängnis gekommen. Du, Anna, das hat sich jetzt, glaube ich, alles so ein bisschen aufgeklärt, wer jetzt die alte Mathelehrerin war. Ich hatte dir doch mal von dieser bösen Mathelehrerin erzählt hier bei uns. Ja, und die ist jetzt wieder da. Also die versucht hier die ganzen Leute wieder zu veräppeln. Eine Hochstaplerin ist das. Also ich verstehe das alles nicht. Es ist nur eine Tafel weggekommen. Die Kinder wurden auf den Schulhof gesteckt. Dann haben wir hier noch ihren Koffer. Also das macht alles keinen Sinn. Also für mich macht das total Sinn, weil ich habe meine Hausaufgaben ja nicht gemacht und jetzt die Stunde sogar um. Das heißt, wir haben heute kein Mathe mehr. Oh, klasse. Vielleicht bin ich zu Hause und dann habe ich auch meine neue Tafel hier endlich. Und diese Perücke, die brauche ich nicht mehr. Ich werde meine eigene Schule öffnen, ja. Und ich werde alles aufbauen mit dieser Tafel. Ja, das ist die erste Tafel an der Schule. Das geht in die Geschichtsbücher ein. Bist du sicher, dass das hier am helllichten Tag heute klappt? Also hast du das alles gut geplant? Oh mein Gott, immer diese Nachfragen. Ja, natürlich. Ich habe das alles super geplant. Und dann noch unsere Klamotten hier. Extra vom Kostümverleih, damit wir aussehen wie richtige Polizisten. Los, schnapp dir die erstbesten Sachen. Oh ja, beruhig dich. Ich will doch nur auf Nummer sicher gehen. Mann, oh Mann. Schau dir diese Küche an. Die ist echt toll. Da können wir ein paar tausend Euro mitmachen, wenn wir die verkaufen. Stimmt. Ist das eine Einbauküche? Oh, klasse. Damit werden wir reich. Boah, hast du den Kaffeevollautomaten gesehen? Der ist ja toll. Dafür kriegen wir richtig Asche. Und einen Mixer. Und das Regal, das sieht auch gut aus. Und das Telefon. Boah, ich sag dir, du hast das Haus echt gut ausgewählt. Das wird ein Jackpot. Oh, ein richtiger Jackpot, sag ich dir. Schau dir mal dieses Wohnzimmer an. Das ist ja klasse. Und das ist hier ein ganz neuer LED-TV. Oh, ich sag dir, wir sind reich. Oh, zum Glück ist die Mutter in Urlaub geflogen. Ha. Und ich sag dir, wenn uns jemand hier erwischt, sagen wir einfach, wir sichern den Tatort. Oh, klasse, Polizisten als Verbrecher, darauf kommt niemand. Ach Mensch, erzähl doch nicht so viel. Ich hab schon die ersten Sachen eingepackt. Beeil dich. Oh, ich liebe dich dafür. Ich geh jetzt nach oben und schau mal, was es da so gibt. Und ich sag dir, Schatz, danach geht's in Urlaub. Auf die Bahamas. Oh, klasse. So, was haben wir denn hier im Badezimmer? Eine Dusche, eine Badewanne, oh, die Waschmaschine, die nehme ich auf jeden Fall mit. Wie sieht's denn hier mit der Toilette aus? Oh, 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 die bleibt auf jeden Fall zu. Die nehmen wir nicht mit, die stinkt ja. Ein pinkes Zimmer, oh Mann, nichts für mich, aber lässt sich gut verkaufen. Aber wie sollen wir das alles nur in den Transporter bekommen und das noch ohne jemanden darauf aufmerksam zu machen? Das wird schwierig. Oh, ist das ein Kaninchen? So, klasse. Die Stühle habe ich zusammengeräumt. Den Blumentopf nehme ich auch auf jeden Fall mit. Aber Heinz fehlt noch. Der wollte doch hier hinkommen und uns tragen helfen. Oh, und wie sieht's oben eigentlich aus? Wo bleibt er nur? Hey! Hey, willst du nicht die ersten Sachen in den Transporter packen? Was machst du denn da? Oh, du bist ja ein süßes Ding. Du bist sowas von flauschig. Dich wollte ich auch immer als Kind haben. Ganz, ganz süß. Das tut mir leid, das ging jetzt nicht anders. Ich muss die Qualität natürlich auch überprüfen, aber ist gut.
Oh Mann, das Kaninchen bringt doch kein Geld ein. Nimm die teuren Sachen, das Hochbett und diesen Laptop. Und ich gehe schon mal ins Schlafzimmer und schau, was da zu holen ist. Oh, das Bett, das kriegen wir auf keinen Fall mit. So viel Platz haben wir nicht. Aber vielleicht ist hier irgendwo Schmuck versteckt. Ich schau mal in den Kleiderschrank. Vielleicht sind ein paar tolle Designersachen da drin. Oder Schmuck, Gold. Hey, sag mal. Mama? Mama, ich dachte, du wärst weg. Und was sind das für Klamotten? Oh, wer bist du denn? Hilfe, Hilfe, ein Kind! Nicht, Mama. Was, ein Kind? Ach so, ja, ich bin das Kind. Was machst du hier zu Hause? Warum ist die Polizei hier bei uns? Ich bin doch nur einen Tag zu Hause geblieben. Dafür musst du jetzt nicht extra die Polizei jetzt kommen. Oh, hat Brigitte die Polizei gerufen? Oh, was ist hier denn los? Ein Kind? Was macht denn ein Kind hier? Oh nein! Was? Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Noch ein Polizist? Och Mann, nur weil ich jetzt einen Tag nicht in der Kita war, deswegen kann man doch jetzt nicht die Polizei rufen. Außerdem hat Brigitte gesagt, dass es mir nicht so gut geht. Och Mann, danke. Oder wer hat euch gerufen? Nein, also Brigitte hat nicht angerufen. Okay, warum also, seid ihr dann hier? Na, klasse Vorbereitung. Oh. Du solltest doch schauen, ob jemand zu Hause das ist. Das wusste ich jetzt doch ist ein nicht. Kind da. Also, es wurde hier angerufen bei uns und es wurde hier eingebrochen. Was? Eingebrochen hier bei uns? Ich hab das gar nicht gemerkt. Oh Mann, ist der Einbrecher denn schon weg oder? Ist er gerade hinter mir? Nein, ne? Oh Mann, zum Glück ist die Polizei gekommen, weil der Verbrecher hätte schon alle Sachen eingepackt. Oh Mann, zum Glück. Oh, ich sehe den Kaffeeautomaten, den Mama immer benutzt und den Mixer und einen Feuerlöscher und die ganzen anderen Sachen hier aus der Küche. Ja. Genau, zum Glück ist die Polizei da, ne? Ja, wir haben einen Anruf bekommen. Vielen Dank, oh, ich hätte sowas von Ärger bekommen, glaube ich, wenn Papa jetzt zu Hause wäre, weil ich bin ja sowieso zu Hause geblieben und der weiß sowieso nichts davon. Aber bitte nicht weitersagen. Oh Mann, wir müssen jetzt schnell hier abhauen, bevor noch irgendwelche Nachfragen kommen. Musst du denn ausgerechnet so ein nerviges Kind hier zu Hause sein? Oh, danke. Oh Mann. Ja, wir gehen jetzt. Wir müssen jetzt los. Ich verstehe aber nicht, warum man einen Feuerlöscher mitnehmen will. Also die Kaffeemaschine verstehe ich, den Mixer auch und die Stühle auch. Aber warum denn einen Feuerlöscher? Also das war ja was heute. Tut mir leid, Papa. Ich wusste nicht, dass die Farbe so hartnäckig ist und dass du extra dafür zum Friseur musst. Beim nächsten Mal drauf achten und... Wow, was ist hier denn los? Julian, was hast du gemacht? Was ist das denn hier wieder für ein Chaos? Und, oh Gott, da bin ich mal... Und warum bist du zu Hause? Und die Polizei? Was macht denn die Polizei hier bei mir zu Hause? Ich wurde gar nicht informiert oder irgendwie sowas. Was hat der Junge angestellt? Also der Junge hat gar nichts angestellt. Wir wurden von ihren Nachbarn angerufen. Hier wurde eingebrochen. Was? Hier wurde eingebrochen? Wann denn? Also ich war doch noch vor einer Stunde zu Hause und wann soll er denn... Oh Gott, und Julian, warst du die ganze Zeit... Warum habe ich nicht gemerkt, dass du zu Hause warst? Naja, wir haben den Tatort gesichert und wir müssen jetzt weiter. Also wir müssen jetzt los. Wir rufen sie dann an, falls wir eine neue Spur haben. Das war schon? Also, das kann doch gar nicht sein. Wie ist er dann reingekommen? Ich sehe das Schloss. Also das Schloss war doch völlig intakt. Ich verstehe gar nichts. Also wir wissen auch noch nicht, was hier passiert ist. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal ganz schnell weg. Und die Polizei von Playmobil City wird sich dann sicher bei Ihnen melden. Oh Gott, was ist das hier? Da ist Mama mal wieder weg und da passiert wieder sowas. Hoffentlich wird oben nichts geklaut. Ich hoffe, Julian, ist denn soweit bei dir alles okay? Ich lauf mal schnell in mein Zimmer. Hoffentlich ist Pia noch da. Nein, mir geht's gut, Papa. Alles gut. Also ich war oben in meinem Bett. Anderes Thema. Aber wo kamen denn die Polizisten auf einmal her? Also... Die Polizei stand auf einmal in Mamas Zimmer und auch am Schrank. Das war ganz komisch. Also, da wurde gar nicht eingebrochen, glaube ich. Warte mal, Julian, die waren auch oben und haben im Schrank... Ja, vielleicht kann es ja sein, dass dort auch irgendwas geklaut wurde oder entwendet wurde. Aber komisch ist das schon, weil mich hat auch niemand angerufen. Und unsere Nachbarn haben eigentlich auch meine Handynummer für alle Notfälle. Und normalerweise rufen die mich bei der kleinsten Sache schon an. Also irgendwie komisch ist das schon. Und Julian, nochmal eine Frage. Warum bist du zu Hause? Du sollst in der Kita sein. Oh Mann, Papa, sei doch lieber froh, dass ich zu Hause war. Wobei, mir geht's nicht gut. Ich leg mich wieder hin. Hallo Leute, ich bin früher von der Schule wieder da. Papa, Julian? Oh, es ist keiner da. Dann habe ich Zeit für mich und kann mich hinsetzen, wo ich will. Und vor allem machen, was ich will. Ich werde erstmal Fernsehen. Heute kann keiner das Fernsehprogramm bestimmen. Das bestimmt heute Hannah Vogel. Oh, naja, und jetzt muss es ausgerechnet an der Tür klingeln. Wer ist das wohl? Ich mache auf keinen Fall irgendjemandem die Tür auf. Also auf keinen Fall fremden Leuten aufmachen. Ich verstecke mich hier hinter der Küchentheke. Oh, das ist Tante Maren. Oh, Hannah, was soll das denn? Ich habe mich doch längst gesehen. Hannah, mach mir die Tür auf. Es ist dringend. Oh, na klasse. Da muss ich wohl aufmachen. Ich hätte mich noch besser verstecken sollen. Dann könnte ich jetzt in Ruhe fernsehen und müsste dich mit Familie Schnösel verbringen.
Also, Tessa ist in New York bei einem hochbegabten Camp. Und naja, jetzt bin ich hier echt in die Bredouille geraten. In die was? Also, ich habe ja mitbekommen, Tessa war heute nicht in der Schule. Naja, also, es geht um meinen Fashion Store. Ich muss gleich nach Paris fliegen. Und ich habe niemanden, der sich um den Store kümmert. Und deswegen wirst du, Hannah Vogel, sofort deine Sachen nehmen und mit mir mitkommen. Ich brauche heute deine Hilfe. Also unter Familienmitgliedern. Aber Tante Maren, also ich soll mit dir in deinen Fashion Store kommen? In den Schnösel-Fashion-Laden? Oh, Hannah, wann habe ich dich schon mal um einen Gefallen gebeten? Jetzt komm bitte. Ist ja gut, also ich komme ja mit, aber ich muss kurz noch Mama und Papa Bescheid sagen. Oh, ich hab nicht ewig Zeit, der Chauffeur muss mich gleich zum Flughafen bringen. Hannah, kommst du jetzt? Ja, Papa, Tante Maren ist da, genau. Ja, ja, also, alles klar, bis nachher dann. Ja, ja, ich komme ja schon, Tante Maren, ja, warte. So, da wären wir, also das Geschäft kennst du ja schon mal, der Schnissel Fashion Store. Oh, Hannah Vogel, geht's noch langsamer? Du bist so langsam, jetzt komm doch! Oh Mann, ja, ich komm ja schon, Tante Maren. Oh, was ist denn mit der los? Die ist ja total aufgeregt. Und ich meine, so langsam bin ich überhaupt nicht. Oh, und wenn ich jetzt sehe, Schnösel Fashion, da haben wir nicht so gute Erfahrungen gemacht. Eigentlich wollte ich nicht so gerne in diesem Laden arbeiten. So, los, los, Hannah, ich hab hier ein Outfit für dich. Also in diesem Outfit kannst du nicht bleiben. Mit diesem hübschen Kleid wirst du besser hier in diesen Laden passen. Also zieh dich bitte schnell um. Aber Tante Maren, dann sehe ich ja aus wie Tessa. Und außerdem, ich mag mein Pferdeshirt. Was soll das heißen? Dann siehst du aus wie Tessa. Das ist doch toll, wenn man so aussieht wie Tessa. Und Hannah, jetzt leg mir bitte nicht weiter Steine in den Weg. Los, zieh dich um. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Oh ja, mache ich ja schon. Was dann lasse ich mich hier ein? Warum mache ich das überhaupt alles? Oh Mann, wie ich aussehe. Ich könnte Tessas Schwester sein. Schrecklich. Oh, das hätte ich mir ja denken können. Geht's noch langsamer, Hannah? Oh, da bist du ja. Also, ich muss sagen, so gut sahst du noch nie aus. Naja, danke, danke. Also, ich bin eine andere Meinung, aber es geht. Also, sieht fast aus wie ein Prinzessinnenkleid oder so. Also, Hannah, hör auf mit dem Gequatsche. Jetzt zeige ich dir die wichtigsten Sachen. Hier ist die Kasse. Wie man die bedient, siehst du jetzt. Hallo, guten Tag. Ach, Kundschaft. Hannah, du weißt, was das bedeutet. Immer freundlich sein. Hallo, hallo, herzlich willkommen im Fashion Store. Tante Maren, also du brauchst mir das nicht alles erklären. Ich verstehe das schon. Ich krieg das schon hin. Keine Sorge. Oh, keine Sorge. Also ich hätte wirklich liebend gern jemand anders hier eingestellt. Aber es hatte keiner Zeit. Und wie gesagt, Tessa ist in New York, ich bin in Paris. Ach, Nils. Und ach, der Rest der Familie ist eigentlich auch unterwegs. So, und jetzt halt mich nicht weiter auf. Hannah, komm mal mit. Oh Mann, ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Das ist echt anstrengend mit Tante Maren. Ich hoffe, sie ist gleich weg, in Paris oder wo auch immer. Also, Hannah, es ist wichtig, dass du diese Models kennst. Das sind bekannte Models aus Playmobil City. Wenn dich danach jemand fragt, solltest du die Namen parat haben. Oh, Tante Maren, ich habe doch selber bei Playmobil's Next Topmodel Kids mitgemacht. Natürlich kenne ich die. Da unten ist doch Romy. Und die da oben kenne ich natürlich auch. Ach, ja gut. Also, Hannah, ich verlasse mich auf dich und wenn du es gut machst, dann springt auch ein kleines Taschengeld für dich raus. Hm, das ist das erste Vernünftige, was ich von Tante Maren gehört habe. Ciao, Tante Maren. Und ob ich das vernünftig mache? Entschuldigung, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ach, danke, ja. Ich würde mich gerne von dir beraten lassen. Ich möchte zu einer Hochzeit gehen und würde gerne dieses Kleid da tragen. Was hältst du davon? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, das geht leider nicht. Das ist doch ein weißes Kleid. Und auf der Hochzeit, da trägt doch immer nur die Braut ein weißes Kleid. Oder heiraten Sie? Nein, nein, ich heirate nicht eine Freundin von mir. Na, dann schauen Sie doch mal. Das wäre doch vielleicht was für Sie. Ein schönes sommerliches gelbes Kleid. Das kann man auch super mit dieser Handtasche kombinieren. Und ja, dann haben Sie eben nichts Weißes an, fallen nicht zu sehr auf und sind trotzdem sehr im Trend. Wow, du hast recht. Also, ja gut, ein weißes Kleid, stimmt, das hat wirklich bei einer Hochzeit immer nur die Braut an. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Super Tipp von dir, danke. Und schon verlässt die erste Kundin zufrieden den Laden. Tschüss, kommen Sie gerne bald wieder. Oh, vielen Dank. Also, sonst sind die Verkäuferinnen in diesem Laden immer so schnöselig. Naja, Schnösel Fashion, so heißt ja auch der Laden. Vielen Dank auf jeden Fall. Bis dann. Naja, anscheinend finden nicht nur wir die Familie Schnösel ziemlich schnöselig, sondern die anderen auch. Aber das hat doch gut geklappt. Ich konnte die Frau gut beraten und sie hat das Kleid gekauft und die Handtasche auch. Hallo, hallo, ja, hallo. Und da kommen die nächsten Kunden. Was ist denn mit denen los? Sind das Zwillinge? Ja, das sind Zwillinge, erwachsene Zwillinge. Wie cool ist das denn? Also Monika, alles wie besprochen. Na, meine Kleine, du arbeitest hier?
Ja, ganz genau. Also das ist eigentlich der Laden von meiner Tante, aber ich helfe ihr heute aus, weil die ist, glaube ich, in London oder, nee, Paris, glaube ich. Ach, klasse. Also du bist ganz alleine hier im Geschäft. Das ist ja super für unseren Plan. Ich meine natürlich, das ist ja was, also so ein junges Mädchen ganz alleine in einem Laden. Toll, Respekt. Das ist ja wirklich sehr gut. Dann geht unser Plan auf. Ich nehme an, Sie sind Zwillingsschwestern und ich glaube, Ihre Zwillingsschwester da drüben braucht Beratung. Ich werde mal darüber gehen. Nein, also komm mal bitte hier rüber. Ich habe hier mal eine ganz dringende Frage. Ich hätte nicht gedacht, dass wirklich jemand eine Frage zu den Fotos hat, wie Tante Maren eben gesagt hat. Aber naja, anscheinend ist das üblich. Also, so eine Kette, wie man hier auf dem Bild sieht. So eine Goldkette, sehr wertvoll. Haben Sie so etwas hier im Laden? Ja, aber natürlich, wir haben auch Schmuck. Also, ich kann Ihnen gerne etwas holen, wenn Sie was anprobieren möchten. Ach, perfekt, perfekt. Holen Sie alles, was Sie da haben. Also, ich möchte mir alles ansehen, sehr gerne. Also, Tante Maren hat mir nicht nur die Kasse erklärt, sondern mir auch gezeigt, wo der Schmuck ist. Der ist hier unten in einem Fach. So, und dann habe ich Uhren, Ketten, Armbänder. Oh Mann, wir haben echt den Jackpot. Also, dieses Mädchen ist ganz alleine hier im Laden. Und die ist so naiv, die wird nichts merken. Oh, klasse. Ich habe auch schon die ersten Sachen in die Tasche gepackt. Also, wir werden hier heute richtig reich. Ich habe schon einen von diesen wertvollen Hüten. Und auch noch ein paar Haarschleifen. Die sind auch richtig viel wert. Mann, oh Mann, was habe ich denn da gerade gesehen? Ich glaube, die klauen etwas. Das sind Dieben. Oh, Hannah, ich darf mir jetzt nichts anmerken lassen. Also, einen Moment noch. Ja, Kleine, hast du jetzt mal langsam den Schmuck geholt? Ich würde mir jetzt gerne mal den Schmuck ansehen. Und dann mitnehmen. Also, ich helfe ja hier nicht so häufig aus, deswegen kenne ich mich nicht so gut aus. Ich müsste noch einmal hier drüben hingehen. Ich glaube, da ist der Schmuck. Oh, hier drüben sind meine Klamotten und mein Handy. Ich muss auf jeden Fall die Polizei rufen. Da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Hallo, ja, genau, im Schnösel Fashion Store. Ich kann nicht lauter sprechen. Bitte kommen Sie sofort. So, wenn wir jetzt noch den ganzen Schmuck mitnehmen, wir werden wirklich heute so viel Kohle machen. Also, meine Damen, ich habe jetzt den Schmuck gefunden. Ich kann Ihnen gerne ein paar schöne Uhren präsentieren. Also, wir haben eine goldene Uhr, wir haben eine silberne Uhr und eine weiße Uhr. Ach, klasse, ja, gib mir die mal alle her. Ich möchte die alle aufprobieren. Oh, toll, die sind wahrscheinlich, jede ist wahrscheinlich ein paar hundert Euro wert. Oh, super. Naja, jetzt hat ja meine Schwester die ganzen Uhren. Also, ich würde auch gerne so ein paar Uhren aufprobieren. Habt ihr nicht noch mehr im Laden? Ja, aber natürlich. Oh Mann, irgendwas muss ich jetzt machen. Hoffentlich kommt die Polizei schnell. Dann hol bitte noch mehr Uhren und am besten auch noch ein paar Ketten und Armbänder und alles, was ihr da habt. Das ist jetzt bestimmt schon 5 Minuten her, dass ich die Polizei gerufen habe. Hoffentlich kommen die bald. So, dann wollen wir mal nach dem Rechten sehen. Hallo, Polizei, bitte einmal die Hände nach oben. Also, was wollen Sie von uns? Wir sind hier einfach nur Kundinnen. Dann werden Sie ja nichts dagegen haben, wenn ich mir einmal Ihre beiden Taschen ansehe. Aha, aha, aha. Nur Kundinnen. Und diese Handtasche und dieser Hut und das Parfum und die Haarschleifen, haben Sie die schon alle bezahlt? Emanuel, jetzt erkenne ich die doch. Das sind doch die diebischen Zwillinge. Die suchen wir doch schon länger hier in Playmobil City. Aha, die diebischen Zwillinge. Sie kommen sofort mit uns auf die Wache. Ach, wir haben doch nichts gemacht. Oh Mann, das hätte ich diesem Mädchen nicht zugetraut. Hat die etwa die Polizei gerufen? Oh, vielen Dank, dass Sie so schnell gekommen sind. Ich hatte echt Angst. Mein Herz hat so doll gepocht. Ach ja, sehr gerne, meine Kleine. Also, das sind die diebischen Zwillinge. Die sind hier echt bekannt in Playmobil City. Und die klauen am liebsten Schmuck, Uhren und Modeaccessoires. Also, keine Ahnung. Aha, die diebischen Zwillinge waren das also. Und ich habe sie entlarvt. Und die haben hier ein ganz schönes Chaos hinterlassen. Ich muss schon sagen, das habe ich echt gut gemacht. Da kam wieder die Detektivin mit mir durch. Und ich glaube, da wäre sogar Tante Maren auf mich stolz. Was meint ihr?